Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Webinar heute Trading Zonen erkennen und Trades vorbereiten und starten. Ich freue mich sehr, dass wir wieder mit dem Team von TraderStock das heutige Webinar entsprechend hier zusammen machen können. Und ich freue mich natürlich auch, dass stellvertretend für das Team heute Abend Evangelos Yalouris und Sergej Wolf entsprechend hier für uns die Zeit gefunden haben. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich, dass so viele sich für das Thema interessieren und heute live dabei sind. Und bevor ich jetzt den Bildschirm aber final übergebe, müssen wir wie immer kurz den Risikohinweis besprechen. Denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Und bitte dieses Event hier heute Abend nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. So, wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen, dann können Sie natürlich auch hier kurz pausieren. Gut, Wango, dann würde ich jetzt den Bildschirm übergeben. Ich hoffe, ich habe deinen Nachnamen nicht komplett falsch gesagt. Und der Nachname war komplett richtig. Der Vorname war griechisch ausgesprochen. Das freut mich natürlich insbesondere. Also Evangelos. Ich habe den ganzen Tag geübt, hör mal. Ah, wir müssen es öfter sehen. Sehr gut. Dann wünsche ich viel Erfolg, viel Spaß. Wenn irgendwas ist, ich bin im Hintergrund. Ach so, genau. Jetzt kann ich meinen Bildschirm übertragen. Das ist, warte mal, einen Moment. Fange ich doch mal ganz kurz damit an. Also ja, schönen guten Abend. Für uns ein bisschen ungewohnt die Zeit. Wir machen unsere Webinare börsentäglich, also die Squawkbox, die schon der eine oder andere von Ihnen kennt. Ich sehe das jetzt hier schon an den Meldungen hier bei den Fragen. Genau, einfach das Hallo, da ist schon der eine oder andere Name bekannt. Freut mich hier insbesondere, dass hier das Interesse da ist, das jetzt anzuhören, was für uns eigentlich tägliche Routine ist, weil Handel wirklich viel an Routine beinhaltet und wir das eigentlich nicht oft genug betonen können und auch immer wieder nach außen tragen. Ja. Das machen wir in Form unserer täglichen Squawkbox. Wie gesagt, da sind ja bereits schon einige von Ihnen dabei, entweder im Trial oder über den gemeinsamen Partner, über The Trading Pit, wo die Squawkbox von uns komplementär, sprich da mit angeboten wird, mit beinhaltet ist. Und was auch täglich bei uns passiert, ist das, was der Sergej macht, und zwar, das macht er in seinem täglichen Mentoring mittags vorbereitend erstmal vor dem Handel mit der Marktvorbereitung und dann mittags mit der Zusammenfassung, was denn am Vormittag passiert ist, aber dazu oder darauf geht der Sergej gleich nochmal im Besonderen ein. Also vielleicht nochmal ein, zwei Sachen zu uns, wer wir sind. Wir machen Eigenhandel, die meisten von uns kommen hier aus der institutionellen Schiene. Wenn Sie bei uns auf die Webseite gehen, traderstock.de, dann werden Sie hier einige Gesichter sehen, vielleicht auch das eine oder andere, den Namen bekannt oder auch das Gesicht bekannt. Ich bin dieser junge Mann hier am Bullen. Der Bulle, der steht hier 50 Meter von unserem Büro. Also wir haben das Handelsbüro mitten in Frankfurt. Nicht jeder von uns sitzt im Handelsbüro. Also der Kollege Sergej, der sitzt im Norden Deutschlands, nicht weit weg von, ein bisschen nördlicher, nordöstlicher von Düsseldorf, wo FX Flat sitzt. Das sind so die restlichen Kollegen, genau, die sind auch alle verstreut. Den Kollegen links hier oben, den kennen wahrscheinlich auch einige von Ihnen, den Alexander Meyer, der sitzt in der Regel zu meiner Linken und betreut hier mit mir hauptsächlich die Squawkbox, die, wie gesagt, auch börsentäglich angeboten wird. Also, jetzt genug der Worte. Wir kommen, wie gesagt, wir betreiben Eigenhandel, das ist so unser Core-Business und Serviceleistungen, die wir seit 2015 anbieten, sind zusammengefasst hier unter Traders Talk. Wir haben angefangen mit der Squawkbox, die ich eben erwähnt habe, die börsentäglich von 8 Uhr bis 17 Uhr auch in Form eines Go-To-Webinars stattfindet, mit der entsprechenden Vorbereitung, wie wir uns auf den Markt vorbereiten, mit den Factsheets, mit den Zonen, wo wir Handelszonen sehen, wo wir dann in der Vorbesprechung im Morning Meeting dann kurz nach 8:30 auch
die wichtigen Märkte, sprich DAX, Eurostoxx, Bund Future und dann auch den S&P durchgehen, wo wir da Aktivitätszonen sehen, wo wir Widerstände, Support sehen, all das. Und dann ab 9 Uhr wird es dann auch live kommentiert und all das, was wichtig ist drumherum an Nachrichten, an Wirtschaftszahlen mit den entsprechenden Analysen dazu. Die Leute, die das machen, insbesondere der Alex Meyer, der ist, also wir sind alle seit 20, 25, 30 Jahren, die meisten von uns, in dem Bereich aktiv und können da auch entsprechend filtern, was wichtig an Informationen ist und was nicht. Das dazu und möchte mich auch nicht weiter aufdrängen und nicht weiter langweilen, dann würden wir uns generell freuen hier über Fragen. Ganz ehrlich, was immer Ihnen auf dem Herzen liegt, gerne, es gibt keine unangenehmen Fragen, ja. Die frei raus, alles. Also wir betreiben alle, die meisten von uns betreiben Eigenhandel, verschiedenste Produkte, DAX, Eurostoxx, Öl, Euro-Dollar, also alles, was liquide ist und wir machen hauptsächlich Futures. Also wir können eigentlich nichts anderes außer Futures, genau. Ja, das von mir, dann möchte ich jetzt hier meinen Kollegen vorstellen und zwar den Sergej Wolf und das ist der junge Mann hier rechts unten, genau, Sie sehen das Bild. Der Sergej macht, wie gesagt, das Mentoring bei uns zusammen mit, also er macht das Mentoring und da haben wir noch einen Kollegen, der Partner von uns, der Sven Beckmann, der macht Performance Coaching. Zu dem Sergej und dem Mentoring, da haben wir hier oben den Punkt Mentoring und da finden Sie auch alles Wichtige, was Sie interessiert, falls das Sie interessiert, falls Ihnen das gefällt, was Sie heute sehen. Wie gesagt, das bietet der Sergej jeden Tag mittags zwischen 12 und 1 Uhr an. Da finden Sie alle Informationen hier auf dieser Unterseite bei uns unter dem Menüpunkt Mentoring, worum es geht hier in diesem Webinar. Und dann können Sie auch natürlich das Ganze kostenlos und unverbindlich auch testen und reinschnuppern, falls Ihnen das zusagt. Wie gesagt, ich sehe einige Namen hier schon, von denen ich weiß, dass die bei uns in der Squawkbox sind und der eine oder andere, glaube ich, ist auch beim Sergej schon am reinschnuppern oder hat das auch schon gebucht. Also von daher freut mich das im Besonderen. Also, das war es jetzt von meiner Seite aus. Dann gebe ich jetzt oder leite weiter an den Sergej. Die Fragen bitte gerne stellen hier. Wir haben das, also ich habe das Fragefenster auf. Ich werde das auch begleiten und vielleicht jetzt nicht alles bei jeder einzelnen Frage dann gleich darauf eingehen, sondern wir nehmen uns dann zwischendurch auch immer wieder mal die Zeit und nach hinten raus sowieso. Ja, also dann danke nochmal hier für die so vielen Teilnehmer. Also das freut uns natürlich insbesondere, dass so viele hier teilnehmen und gerne Fragen stellen. Das muss jetzt nicht nur hier zu dem sein, was der Sergej macht, sondern wenn Sie Fragen zum Handel haben, wie wir das, wie das, wie gesagt, wie wir das angehen, wie die Vorbereitung ist und. Dazu können wir, glaube ich, viel sagen, weil wir, wie gesagt, wir können nichts anderes, wir können Futures handeln und das machen wir, glaube ich, auch ganz gut. So, Sergej, dir die ganze Aufmerksamkeit und du hast das Wort und auch das Bild. Jo, vielen Dank, Wando. Ich hoffe, man hört mich ganz gut, ja? Sehr gut. Okay, ja, dann auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Ich bin der Serge, ja. Ihr müsst mir ein bisschen verzeihen, schon spät, ja. Ich bin Frühaufsteher, das heißt, ich bin nicht gewohnt, so spät noch vor einem Publikum zu reden, aber ich glaube, ich kriege den einen oder anderen Takt noch hin. Genau. Das heißt also ganz kurz auch zu mir, ich bin seit Februar 2018 also als berufstätig im Handel unterwegs, habe 2017 mein Eurex-Zertifikat damals gemacht und irgendwie war das so, hat ganz gut gepasst, dass ich da angekommen bin, wo ich sein wollte, ja, also zumindest was die Börse angeht, ja, dass ich im Grunde genommen professionell das mache und eher vom Hobby da wechsel. Davor war ich im Grunde genommen als Pilot unterwegs, ja, und so das eine oder andere unterstützt mich dabei, ja. Genau. Thema heute ist im Grunde genommen, ja, Marktvorbereitung, wie macht man seine Zonen fertig, ja, das heißt, welche Handelsentscheidungen, wo müssen getroffen werden, dann
Trades-Vorbereitung, ja, was mir auffällt, dass viele genau die Sachen missachten. Ja, das heißt, es wird nur, weil eine Linie hier irgendwo durchstochen wird, wie wild darauf losgekloppt, ja. Das heißt, da stimmen so gewisse Parameter vielleicht noch nicht im Handel. Ja, das heißt also, ein Trade normalerweise wird vorbereitet, ja, wie alles andere im Leben auch, ja. Meistens plant man, bevor man etwas umsetzt, ja. Genau, und da gehen wir heute so ein bisschen drauf ein. Ja, also ist im Grunde genommen, wir können über die drei Märkte sprechen, DAX, Euro, Stoxx und Bund. Was da passiert ist im Bund heute, war der Verfall, ja, und auch hier muss ich sagen, mich interessiert das sehr, ja, weil nicht viele, ich meine, ihr kommt ja vielleicht mehr aus dem CFD-Bereich, wobei ich habe jetzt ein paar Namen schon gesehen, die ich kenne, kommen aus dem Future-Bereich. Nicht viele kennen noch nicht mal die Instrumente, die handeln, ja. Ich habe heute die Frage gestellt, wann ist im Bund heute Verfall? Der eine sagt um 10, der andere sagt um 12 und das heißt, man kennt sich mit der Materie gar nicht aus, was man da versucht zu handeln. Und das sind so Kleinigkeiten, das sind Sachen, die einem schon aufzeigen, vielleicht ist da gar nicht genügend bis drin oder so ähnlich. Ja, also man möchte ja schon seine Sache kennen, die man da macht. Ja, und das nur am Rande, ja, wie viel Ernstigkeit bei manchen im Handel da drin ist. Ja, der Handel ist eigentlich sehr leicht. Ja, an und für sich ist das eine simple Sache, aber dafür hochkomplex. Ja, ich vergleiche das immer mit der Luftfahrt. Ich habe nichts anderes zum Vergleichen. Ich habe damals in meinem Abi sofort die Ausbildung angefangen zum Piloten. Und Fliegen ist super leicht. Ja, kann ich jedem Äffchen beibringen innerhalb von einer halben Stunde. Der wird in der Luft bleiben. Aber diese Komplexität, was dahinter ist, wenn was passiert oder diese ganzen Prozedere dazwischen, die sind sehr, sehr komplex. Ja, und das ist so im Handel genauso. Ja, das heißt, wenn ich jemandem ein Muster erzähle, dann wird das abhandeln können, zum Beispiel mein Sohn, ja, wenn ich dem sage, was ein Doppelboden ist, handel nur das, sonst kriegst du einen in den Nacken, der wird das handeln, ohne zu überlegen, wieso was erfahren. Aber der steht ja hinter so einem Doppelboden zum Beispiel oder generell hinter diesen Levels unheimlich viel, viel Materie dahinter, besonders psychologisch. Ne? Genau. Und da gehen wir heute so ein bisschen darauf ein. Gut, gut. Ja, das heißt, womit fangen wir an? Das heißt, mehr oder weniger die Vorbereitung. Ja, auch hier, ohne eine gute Vorbereitung kommt man wahrscheinlich nicht an sein Ziel. Also muss man gewisse Sachen beachten. Ja, ich mache meine Vorbereitung ein bisschen anders als der ein oder andere vielleicht. Ja, weil ihr kennt das alle, dass man seine Charts normalerweise dann anfängt, irgendwie vorzubereiten. Das ist der FDAX, ja, ist ein Daily Chart, ja, das heißt also, ich treffe meine Handelsentscheidung komplett aus dem Daily Chart, das mache ich schon lange so. Ein Grund, warum, nur ganz kurz, warum ich in diesen Daily Chart rübergewechselt habe, weil ich die Tendenz habe, ins Overtrading zu kommen, das heißt, wenn ich kleine Zeiteinheiten nehme, sehe ich viel zu viel und da springe ich da oder da rein, was mir damals nicht geholfen hat und nicht gefallen hat. Und somit habe ich für mich diesen Daily Chart gefunden. Ja, das heißt, wo ist das Positive, was ist das Schöne aus dem Daily Chart? Wir können sagen, hier tummeln sich nicht nur irgendwelche Kurzfristhändler oder Retailhändler, sondern im Daily Chart, also der Fokus der Instis liegt auf den höheren Zeiteinheiten. Ja, das heißt, eine Position, die große Positionen, die aufgebaut werden, die werden nicht innerhalb von einer Minute aufgebaut, sondern diese Positionen werden über Stunden, teilweise sogar über Tage aufgebaut. Das heißt, wir sehen im Daily Chart die Abdrücke davon. Ja. Und habe ich mir es daran gewöhnt, im Grunde genommen, das umzusetzen. Genau. Die meisten machen ja im Grunde genommen die Vorbereitung immer so, dass die anfangen, von irgendwo hier irgendwelche Nackenlinien zu ziehen, dann nach hier und wie auch immer und laufen dann nach vorne. Ja, ich mache meine Handelsvorbereitung anders, das heißt, für mich hat die Priorität der gestrige Tag. Ja, das heißt, ich fange tatsächlich an der Stelle an zu arbeiten, wo, wenn man so möchte, die frischesten Positionen eingegangen worden sind. Ja, weil erstens
Wenn ich etwas frisch eingegangen bin, ja, also meine Position, das ist nur eine Position, wo ich drauf gucke, die mir relativ weh tut, eher wenn ich eine alte Position habe, die irgendwie schon seit 2 Wochen irgendwo läuft, ja, die hat sich schon meistens immer, ja, ich will nicht sagen verloren, ja, aber die Emotionen dazu sind nicht mehr so, so stark, ja, wenn man so möchte. Genau, das heißt, ich sage immer, mein Tag startet damit, dass ich die Marktbewertung zu gestern mache. Ja, was war gestern los? Wir haben einen Hoch im Markt gebildet, wir haben einen Tief im Markt gebildet. Eigentlich wäre es total ausreichend, jetzt zu sagen, ich habe jetzt schon nur dadurch, dass ich 2 Bereiche jetzt identifiziert habe, ein Hoch und Tief des gestrigen Tages, ja, wo tatsächlich am Tag relativ viel gehandelt wurde, ja, Hochtiefs, wie auch immer, ja, das heißt, es ist ja, in der Minute sieht es dann so aus, am Tag ist das eine saubere Kerze. Ja, das heißt, normalerweise würden diese 2 Bereiche schon reichen, um zu sagen, ey, cool, ich habe schon mal für mich 2 Zonen identifiziert, wo ich handeln möchte. Was haben wir für Möglichkeiten hier zu handeln? Wir haben die Möglichkeit, ein Breakout zu handeln. Und wir haben die Möglichkeit, ich will nicht sagen, also ich liebe False Breaks, ja, aber ich will nicht sagen, es muss unbedingt ein False Break sein, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, sondern es kann auch, also ich sage dazu ein Reversal, ja, das heißt, genauso wie hier am Daily Low, entweder ein Breakout oder ein Reversal. Was ist das Schöne daran? Wenn ich weiß, dass ich an solchen Punkten arbeite, wo große Marktteilnehmer stehen, ja, um so eine Kerze nach oben zu produzieren über einen ganzen Tag, muss unheimlich viel Kraft hier in diese Kerze reingesetzt werden. Das heißt, hier muss von der Kaufpower unheimlich viel passieren. Das heißt, wenn ich hier runterkomme, weiß ich ganz genau, dass hier eine Long-Seite steht. Ja, das heißt, hier steht ein Käufer. Und an der Börse ist im Grunde genommen, ja, wenn wir jetzt allem, ja, ich will nicht sagen Manipulation oder sowas aus dem Markt rausnehmen, ja, aber der Grundsatz sollte eigentlich sein, es ist immer ein Käufer gegen einen Verkäufer im Markt. Ja. Der Sinn der Sache ist, dass der Käufer erkauft, um Geld zu verdienen, und es gibt immer einen Querulanten irgendwo, der dagegen steht und der möchte den Käufer aus seiner Position raustreiben, damit er ins Minus läuft, seine Position schließen muss, dadurch eine größere Bewegung entsteht und der Verkäufer verdient Geld. Und das ist dann im Grunde genommen so ein Lauf, ja, der eine gegen den anderen. Ja, wenn wir es einfach so simpel sagen, weil noch nicht mal vielen ist bewusst, dass hier ein Käufer gegen Verkäufer ist. Das heißt, es sind Menschen da drin, es sind menschliche Emotionen da drin, es geht ums Geld, ja, das heißt, wenn an dieser Stelle hier zum Beispiel PNL plus 100 ist, ist das eine positive Emotion und hier unten drunter wird PNL minus 100 sein, das ist negative Emotion. Das heißt, um diese Levels geht es geht ums Geld, ja, das muss man verstehen. Und genau so reagieren auch die größeren Marktteilnehmer. Ja, auch wenn wir jetzt sagen aus dem kurzfristigen Bereich die größeren Marktteilnehmer, ja, keiner möchte einen Verlust erleiden. Und wenn man in gewisse Verlustzonen reinkommt, wird man wahrscheinlich versuchen, seine Position zu liquidieren, ja, versuchen zu retten, wie auch immer. Ja. So, genau. Aber jetzt zurück zum Thema Breakout. Reversal. Ja, somit haben wir schon 2 Zonen, wo wir im Grunde genommen 2 Setups handeln könnten. Hier ist das Schöne, wenn wir wissen, dass wir diese beiden Setups handeln, ja, dann könnte man hingehen und sagen, okay, ich habe nichts anderes zu tun, als Profi zu werden im Breakout. Ich muss alles über einen Breakout wissen und ich muss ein Profi im Reversal werden. Ich muss alles über einen Reversal wissen. Ja, das heißt, wann ist ein Breakout Breakout und wann ist ein False Break oder Reversal ein Reversal. Ja, so dass man 2 Sachen beherrscht und dann braucht man nichts mehr. Genau, das ist die Bewertung im Grunde genommen zu gestern. Ja, aber diese Bewertung zu gestern man kann darauf gut handeln, ja, aber im Grunde genommen, wir können ja mehr, ja. Wir haben ja nicht nur eine Gehirnzelle. So, also gehe ich weiter zurück und bewerte die Märkte oder bewerte die Tage nach dem gleichen Prinzip. Ja, das heißt, dann gehe ich zu vorgestern und sage, okay, hier war beim Vorgestern das High hier, das Low hier. Oh, was haben wir gestern gesehen? Wir haben auf der Unterseite einen False Break gesehen. Oh, wie cool ist das denn? Denn ein False Break ist ein super Zeichen, dass wir viel Kraft im Markt haben. Ja, erinnert euch nur hier an die beiden False Breaks, als wir diese lange Range hatten, diese beiden False Breaks in DAX und Eurostoxx, die diese
große Bewegung zum Allzeithoch ausgelöst haben. Ja, das sind so schöne Setups, die man handeln kann. Das heißt, was sagt für mich dieses False Break aus? Ja, wie ich schon gerade gesagt habe, ist immer ein Käufer gegen Verkäufer. Um dieses Tief hier rauszunehmen, muss eigentlich die Initiative eines Verkäufers kommen, um dieses Tief auch tatsächlich rausnehmen zu wollen. Ja, das heißt, sobald dieses Tief fällt, können wir sagen, das ist ein Verkäufer. Und dieser Verkäufer, seine Intention ist dann später, also sagen wir mal, wenn er hier eingegangen ist, von diesem Verkäufer ist die Intention, den Preis weiter zu drücken oder zumindest zu initiieren, dass er ein paar Kontrakte da unterbringt und der Rest erledigt sich von selbst, weil die Masse der Marktteilnehmer trägt den dann. Ja, genau. Aber hier in diesem Fall gibt es dieses Setback an diese 38 und der Verkäufer schafft nicht die Position durchzudrücken, sondern der Käufer nimmt wieder überhand. Ja, somit haben wir hier schon mal eine Sache, wo wir Positionsschieflagen gehabt haben und wo wir einen Punkt gefunden haben, wo mehrere Positionierungen stattgefunden haben. Das heißt einmal Long, ja, einmal Long, dann Short und von diesem Short aus wieder Long. Ja, das heißt, wir haben hier ziemlich viel Überlappung an Positionierung. Somit für uns ein total interessantes Level. Ja, in diesem Level meistens passiert was. Dann natürlich das Daily Low. Ja, das heißt, somit haben wir schon mal eine Zone definiert, wo wir sagen können, 38, 23 ist für uns eine Unterstützungszone, weil also am 38 und 23, ja, hier lohnt es sich nicht, diesen Breakout Richtung 23 zu handeln, weil es sind nur ein paar Pünktchen, ja, und wir wissen ganz genau, dass hier auf der Unterseite ein Long steht. Ja, das heißt, hier würdet ihr für 15 Punkte reingehen, und die Gefahr wäre zu groß, dass euch die Sache um die Ohren fliegt. Ihr seid immer noch short eingestellt vom Kopf her, weil der Trade short läuft, weil meistens denkt man in Richtung seines Trades. Der Markt dreht schon um, spielt das Reverse Richtung Oberseite und ihr seid in eurem Short immer noch gefangen. Ja, deswegen, also das ist so eine Sache, wo man, was man nicht macht. Ja, unten drunter kann man es machen. Das heißt, schon habt ihr einen Zone definiert. Ja, aber ist, also im Grunde genommen, handelstechnisch reicht das vollkommen aus. Ja, jeden Tag. Ja, jeden Tag. DAX, Euro, Stoxx und Bund. Ja, reicht vollkommen aus, um nur mit diesen übergeordneten großen Zonen zu arbeiten. Aber wir wollen ja ein bisschen Kontext in die Geschichte reinbringen. Also müssen wir jetzt zurückgehen und weiterschauen. Ja, das heißt, jetzt haben wir Tag minus 1, Tag minus 2 erledigt. Ja, die Zonen eingezeichnet. So, und jetzt gehen wir in Tag Nummer 3. Was ist das Besondere bei Tag Nummer 3? Ist, wir haben zwei Schlusskurs, zwei Kerzen, die innen drin geschlossen haben. Nach meinen Richtlinien, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir relativ viel durch Beobachten und viel Analyse, viel Research selber, viele Sachen definiert und sehr, sehr gute, wie sagt man das, Richtlinien, ja, aufgeschrieben. Wir haben in dieser Kerze, was für mich ein Außenstab ist, weil wir zwei Schlusskurse da drin haben, ja, ist das im Grunde genommen für mich erstmal ein Range-Verhalten. Ja, das, was jetzt nach diesen zwei Kerzen folgt. Das heißt, jetzt haben wir schon, deswegen ist diese hellblaue Zone hier eingezeichnet. Das heißt, jetzt haben wir schon mal, wo wir sagen können, hey, pass auf, ja, eigentlich läuft die Zone jetzt so, ja, und die Zone läuft so, ja. Weil hier jetzt haben wir nicht nur das False Break, nicht nur das Daily Low, sondern auch den Außenstab, die Außenkante davon. Ja, also alles, was hier jetzt reinläuft, ja, in diesem Bereich, und wir ein Reversal sehen, dürfen wir dieses handeln. Ja, das heißt also, hier können wir dann die Long-Seite versuchen einzugehen. Und so werden im Grunde genommen Zonen gebildet. Ja, es gibt dann noch, sagen wir, noch ein paar Sachen mehr, ja, das heißt, das ist ja alles rein technisch hier gesehen, und dann kann man noch Volumen mit reinnehmen, ja, das heißt, sehen wir in diesem Bereich, wenn wir zum Beispiel ein Volumenprofil einlegen, ja, können wir gerne machen, ja, das ist Atlas-Plattform, ja, und es ist für den Future-Handel gar nicht mal so schlecht. Vorteil dessen ist, diese Plattform beinhaltet im Grunde genommen alle Funktionalitäten, die man in anderen Plattformen entweder gar nicht hat oder als Add-ons teuer dazu kaufen muss. Die haben hier alles implementiert, ja, deswegen, also ich nutze das super gerne, ja. Und hier können wir im Grunde genommen
noch ein paar Sachen rausnehmen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, ja. Das heißt, ich gucke mir um die Levels, die wichtigen Levels. Das heißt, hier haben wir die Zone identifiziert. Hier haben wir einen High Volume Node aus diesem letzten Leg hier gesehen. Das heißt, auch das ist ein Punkt, was dafür spricht, dass wir hier unheimlich viele Überschneidungen haben an wichtigen, signifikanten Levels. Das heißt, hier, wenn ich jetzt weiß, ich habe vier Levels im Grunde genommen, die dafür sprechen, dass wir hier ein Reversal spielen, ja, da geht ihr in die Position mit einer ganz anderen Confidence rein. Ja, diese Position, da geht ihr nicht an diesen Daily Low und dann sagt ihr, ich will jetzt ein Breakout spielen, sondern ihr geht hin und wisst ganz genau, eigentlich müsste hier vom Szenario 1 ein Reversal gespielt werden. Seht ihr ein Anzeichen für das Reversal, dann spielt ihr das auch, ja, und dann könnt ihr auch mehr Size reinbringen, weil das ist, wie gesagt, das ist dann so mehr aus dem Kontext gezogen. Ja, es spricht ziemlich viel dafür, dass hier, wenn ein Reversal gespielt wird, dann wird er auch tragen und dann geht es auch nach oben oder wie auch immer. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Ja, ich meine, ich kann euch heute nicht alles erzählen, ja, weil die Zeit einfach dafür fehlt. Und das ist so im Grunde genommen, was wir im Mentoring machen, ja, jeden Tag so eine gute Stunde, wo die Situation, das heißt, wenn heute die Situation so ist, was ich euch gleich alles erzähle, dann reden wir darüber. Wenn morgen nichts im Handel ist, ja, dann werden wir auch nicht viel über irgendwas reden, was nichts ist. Ja, das heißt, ich möchte euch theoretisch nichts zeigen, was ihr übermorgen vergesst, ja, sondern ich möchte euch, wenn, dann etwas sofort an der Praxis zeigen, was man auch tatsächlich machen kann. Genau, das ist so die Situation. Ja, viel weiter nach hinten braucht mir nicht gehen, aber ich zeige es trotzdem, ja, weil ich das unheimlich interessant finde und nicht viele sind darauf vorbereitet, ja. Das heißt, sag mal, ich will euch einfach so einen Überblick verschaffen, wie wir da so in diesen Sachen denken, ja. Das heißt, als der DAX hier nach oben gelaufen ist, haben wir irgendwann mal diese Range hier gebildet, ja, da wir Range Extension nach oben, trotzdem runter geschlossen und. So, das war die Range Oberkante und dann das gleiche eben auf der Unterseite mit diesen ganz vielen Übertreibungen auf der Unterseite, ja, wenn wir so nehmen, mit unheimlich vielen False Breaks auf der Unterseite, was immer ein schönes Zeichen dafür ist, dass wir eine Continuation sehen. Und dann hatten wir endlich diesen Ausbruch auf die Oberseite, ja, initiiert durch zwei False Breaks auf der Unterseite, ja. Das heißt, wer Bock hat, und sich ein bisschen in der Materie hier auskennt, schaut euch an, wie diese False Breaks gespielt wurden, besonders im Eurostoxx, ja. So. Besonders im Eurostoxx hier gab es etwas Besonderes, wie wir es gemacht haben, ja. Nicht so Larifari wie immer, sondern die haben das Tief angerissen, ins Tief richtig verkauft, dann den Verkauf gestoppt und richtig viel Buying Power reingelegt, ja, unterm Level richtig viel gekauft, ja, das ist nicht oft. Und das ist ein Zeichen dafür im Grunde genommen, dass dort ein größerer Marktteilnehmer versucht, die Tiefs zu faken und danach setzt er sich wirklich aggressiv in die Long-Seite rein und versucht, die anderen zu squeezen, ja, und das hat so dazu geführt. Gut, wir haben aber auf der Oberseite jetzt dann die Range nach oben verlassen. Das heißt, eigentlich müsste man jetzt sagen, okay, ja, wenn wir jetzt wieder in Käufer-Verkäufer denken, ja, hier stehen die Käufer-Käufer-Käufer, hier stehen die Verkäufer-Verkäufer, es ist immer ein Spiel zwischen den beiden, ja, es ist nie eine Einbahnstraße, dass da nur Käufer drin sind, ja, es sind immer Leute, die denken anders, an andere Strategien, so, das heißt, wenn wir so wollen, hier stand ja der Verkäufer wurde hier dann irgendwann mal aus dem Rennen rausgenommen, in der Käufer abgelöst hat, das heißt, der Käufer hat so in diesem Durchbruch seine Position hier gehabt, ja. So, das heißt, wenn wir jetzt wieder, ich nehme mal andere Farbe, wenn wir jetzt wieder zurückkommen, müsste eigentlich der Käufer seine Positionierung verteidigen und nach oben laufen. Ja. Das hat er nicht geschafft. Der Verkäufer hat sich durchgesetzt nach unten und unten haben wir False Breaks gespielt von diesen Lows. Das heißt, der Käufer ist immer noch da. Ja. Der Verkäufer hat es versucht, ist nicht durchgekommen und somit sind wir wieder in der Range. Ja. Somit sind wir wieder in der handelbaren Range. Und diesen Ausbruch auf die Oberseite können wir im Grunde genommen erstmal komplett ignorieren. Als hätte es diesen Ausbruch gar nicht gegeben. Wir spielen wieder Range-Verhalten hier. Ja, das heißt Oberseite Drittel, Unterseite Drittel und mal schauen, wer gewinnt. Das heißt, wir sind jetzt wieder hier auf der Range-Oberkante, die haben wir schön abgearbeitet und sind jetzt auf dem Weg nach unten, müssen eigentlich erstmal die Tiefs hier testen, bevor es dann weitergeht oder andere Entscheidungen getroffen werden.
Ne? Sollten wir uns ein paar Tage jetzt hier aufhalten und tatsächlich diesen Außenstab sagen wir, ausnutzen, ja, da müssen wir dann wieder drauf gucken. Vielleicht ist das eine Range-Verlagerung, engt sich ein, False Breaks achten, vielleicht doch wieder nach oben und neue Highs bilden oder eben auf der Oberseite False Breaks und dann geht es nach unten. Ja, das ist so der Kontext, ja, weil viele sind natürlich auch hier, dadurch, dass wir neue Hochs produziert haben, hier reingefallen, indem die gedacht haben, es geht weiter nach oben. Ja, aber Pustekuchen, ja, der Short hat sich wieder da wiedergefunden, wo er eigentlich seit ganzem Monat da gestanden hat. Ja, wenn nicht seit 2 Monaten eigentlich. Verteidigt wieder seine Seite. Ne? Serge, ganz kurz, der Serge zeigt das jetzt hier. Ich bin der Wango, ja, für diejenigen, die jetzt neu dazugekommen sind. Der zeigt das hier exemplarisch für den DAX. Ähnliches Vorgehen gilt aber auch für die anderen Märkte. Ne? Also, dass, ja, wenn man an Daily Highs, Daily Lows, Reversals / False Breaks daran arbeitet, ist natürlich, gibt es die eine oder andere Besonderheit, ja, auch aufgrund der Liquidität der einzelnen Märkte, aber im Grunde genommen ist an diesen oder in diesen Bereichen das Interesse der Marktteilnehmer natürlich am größten. Deswegen sieht man, kann man so ähnliche Vorgehensweisen, Trading-Strategien auch für andere Märkte adaptieren. Ja, das, ja, wollte ich nur noch mal mit einführen. Ja. 100%, ja. Ich meine, wir können jeden Markt aufmachen. Also ich habe jetzt noch einen anderen Bildschirm hier. Bleib beim DAX und geh jetzt einfach, ja, auf die andere Timeframe. Aber ich kann euch sagen, dass es das hat ja nichts damit zu tun, dass irgendein Indikator funktioniert, sondern das ist tatsächlich dieses Positionierungsdenken. Ja, das heißt, ich habe heute meinen Jungs im Mentoring aufgezeigt, so ein bisschen weiter über den Tellerrand geschaut. Also ich bin ja eigentlich ziemlich Eurex gebunden, aber denen heute so eine kleine Exkursion gezeigt in die CME-Märkte. Ja, das ist, ob das Gold, Öl, S&P, Nasdaq, ZN ist, also eine 10-jährige Anleihe. Gleiches Vorgehen, ja. Und heute hätten sich alle die Taschen vollgehauen da drin. Also es geht nur um die Positionierung. Das heißt, man muss im Kopf anfangen zu denken in Käufer, Verkäufer, wo sind die Schmerzen? Ja, wer hat gerade das Ruder? Ja, und so dieses Aufgebaute dann. Aber wir bleiben beim DAX jetzt erstmal. Das war jetzt so ein bisschen, was den DAX angeht. Ja, im Grunde genommen springe ich nur schnell in Eurostocks. Aber für uns sehr wichtig, im Grunde genommen nach vorne zu kommen. Ja, für euch ist das unheimlich wichtig, nach vorne zu kommen. Und wie kommt man nach vorne? Indem man eine saubere Auswertung macht. Ja, das heißt, was habe ich gehandelt? Ich muss alles, was ich gehandelt habe, ja, auswerten können, um zu sagen, ich bin sehr, sehr stark in False Breaks, ich bin aber nicht stark in Ausbrüchen oder ich bin sehr stark im Short-Ausbruch, aber sehr schwach im Long-Ausbruch. Ja, weil irgendwie kann ich ihn nicht lesen. Das heißt, ihr müsst diese Auswertung greifen und deshalb braucht ihr auch sagen wir, feste Strukturen, weil wenn man einfach handelt, weil die Kerze grün war, ihr könnt das später nicht nachhalten. Wieso habt ihr das gemacht? Ja, genau. So, alles neu gestartet. Im Eurostoxx im Grunde genommen das Gleiche. Ja, wir haben hier ein High-Low von gestern gehabt, wir haben ein False-Break von vorgestern gehabt, wir haben einen Außenstab hingestellt. Das heißt, auch hier alles eine Unterstützungszone. Wir achten dann im Grunde genommen in diesen Bereichen, besonders um das Daily Low, dann, dass da die Käufer von gestern versuchen, die Position zu verteidigen. Ja, genauso wie im Bundverfall heute ist vielleicht so ein bisschen Vorsicht, aber auch hier, ja, auch hier die Möglichkeiten dargegeben. Wir haben im Grunde genommen gestern ein High gehabt, wir haben ein Low gehabt. Das heißt, an diesen Stellen können wir arbeiten. Ja, das heißt, das ist so das Erste. Wir haben einen False Break auf der Ober- und Unterseite gehabt. Das heißt, wir haben hier schon mal ein Support-Level und ein Widerstandslevel. Und jetzt kommt im Grunde genommen das Schöne, was den Handel angeht. Ja, ich habe für mich herausgefunden, es gibt 4 Möglichkeiten, wie der Markt an solche Levels kommt. Ja, das heißt, wir haben die Möglichkeit, dass wir punktgenau ein Level abholen, meistens ein aggressives Marktverhalten. Wir haben ab und zu die Situation, dass ein Level nicht ganz angehandelt wird, aber sehr nah dran ist. Ja, die Definition sehr nah dran ist, ja, ist im Grunde genommen, es müsste von eurem Stop noch alles passen. Ja, man,
wenn man einen Ticken mehr Stop nimmt, ist okay, ja, aber es dürften jetzt nicht eine Distanz von Level zu vorher abgedreht 100 Punkte sein. Also wenn das passiert, dann brauchen wir eine saubere Marktstruktur, dass wir sagen können, ja, er ist vom Level abgedreht und jetzt hat der Long auf Short gewechselt. Ja, das heißt, wir brauchen Struktur. Die andere Möglichkeit ist ein dieses Überschießen. Ja, das heißt, überschießen und dann ein False Break spielen. Ja, und die andere Sache ist im Grunde genommen die unangenehme Sache ist, wir überschießen das, wir spielen ein False Break, der False Break dreht nicht, wir laufen wieder zurück und jetzt fangen wir um das Level zu pendeln. Da gibt es sofort feste Regeln. Nicht hoch, nicht runter, Range. Und diese Range werden wir so weit verfolgen, bis wir dann anfangen können zu handeln. Gestern im Eurostop ist unheimlich schöne Situation gewesen, wie man das macht. Ich habe mit den Jungs auch durchgegangen, Kerze für Kerze. Das war ein Wow-Effekt wahrscheinlich bei denen. Da sind die vier Möglichkeiten, wie ein Level angelaufen werden kann. Ja, das heißt, hier drauf müssen wir vorbereitet sein. Aggressiv, Struktur abwarten, etwas passiver und erkennen, wann es nicht geht. Bei einer Börse geht nicht immer alles glatt. Ja, sondern es gibt auch Tage, wo es nicht funktioniert und für uns ist es wichtig, ein Regelwerk zu haben, um zu merken, wann funktioniert es denn nicht. Und es funktioniert dann nicht, wenn der Markt euren Erwartungen nicht entspricht. Wenn ich davon ausgehe, dass ein Ausbruch gespielt wird, dann müsste der Ausbruch aggressiv gespielt werden und dürftet nie wieder ins Minus fallen. So, das heißt, die Bewegung setzt sich fort. So. Wenn dieser Ausbruch dann zum Fehlausbruch wird, dann wollt ihr eigentlich, dass dieser Fehlausbruch nach unten trägt, weil Schieflage der Position hin und her, Shorts kommen mit rein, Longs werden ausgedrückt, bumm. Und dann dreht er plötzlich wieder ab und kommt wieder in die Zone näher. Ja, das heißt, die Erwartungshaltung für den Long wurde nicht erfüllt, die Erwartungshaltung für den Short wurde nicht erfüllt. Das heißt, der Markt macht etwas, was er nicht machen soll und ihr haltet euch da raus und jetzt braucht ihr 100% richtig gute Struktur drin, damit ihr vielleicht den einen oder anderen Verlust wieder ausgleichen könnt. Das ist im Grunde genommen, wie man da vorgeht. Ja. Ich habe die Uhr im Blick, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber ich will so, sag mal, so viel wie möglich euch da so ein bisschen mitgeben. Kein Zeitdruck nach hinten. Also kein Zeitdruck, ja, noch besser. Ich will euch da so ein bisschen Informationen mitgeben, die aus meiner Sicht wichtig sind. Warum? Weil ich seit 2 Jahren jeden Tag Montag bis Freitag die Jungs und Mädels bei mir im Mentoring habe und eigentlich jeder hat so die gleichen Probleme. Ja, es gibt keine Ausreißer nach oben und es gibt keine Ausreißer nach unten. Ja, deswegen, also alle kämpfen so mit den gleichen Problemen, nur das Problem ist halt, viele haben verschiedene Herangehensweisen, wie die das Problem bewerkstelligen wollen. Die einen meinen das wirklich ernst, ja, und ich habe Jungs in diesen 2 Jahren kann ich an einer Hand abzielen, die es tatsächlich ins Echtgeld geschafft haben und supergeil konstant sind. Ja, die haben ein Arbeitsvorgehen, die haben einen Elan und dann habe ich aber auch welche, die kommen rein und denken, dass man dadurch gut wird, aber nichts macht und fallen wieder hinten raus. Ja, gut, das ist die Vorbereitung dazu. Ich würde sagen, du machst jetzt noch den Eurostoxx hier im Daily und dann gehst du vielleicht auf untergeordnete Zeiteinheiten. Genau, weil der Bund ist im Verfall, von daher ein bisschen erratisch hier die Bewegung, genau, all diejenigen, die den Bund handeln, obwohl er heute super, super gut funktioniert hat und gestern auch schon, aber ich denke, wenn wir hier auf den Eurostoxx noch eingehen, soll das passen, ja. Und dann auch kleinere Zeiteinheiten dann eingehen, um dann irgendwie... Also Eurostoxx im Grunde genommen, wie wir schon gerade gesagt haben, das heißt zu gestern, ja, high-low, ja, vorgestern hatten wir ein False Break auf beiden Seiten, das heißt, hier haben wir schon schöne Zonen, ja, 37,42 Oberseite und Unterseite 85 und die 79 hier als die Zone von gestern, vorgestern. Unten haben wir nochmal interessant, das heißt also, hier fängt jetzt diese Aneinanderreihung, ja, das heißt, bis wo dürfte er durchstechen, bis wo könnte er laufen, damit wir noch nicht aggressiv auf der Shortseite dabei sind. Hier haben wir ein offenes Level. Ja, wir haben oben drüber geschlossen. Ja, was hat das für eine Aussage? Der Markt lief nach oben, das heißt, Käufer hat sie gefunden, lief nach oben. Hier kam dann von mir aus Glattstellung. Aber zu jeder Glattstellung kommt auch ein Verkäufer. Das heißt, um dieses Hoch hier rauszunehmen, muss sich ein Käufer aktiv durchsetzen. Das hat er geschafft. Das heißt, der hat hier seine Position liegen. Das heißt, es ist ein Setback-Level. So. Und das war gestern um einen Tick verfehlt worden. Das haben die heute abgeholt. Wenn ihr aufgepasst habt, habe ich ja gesagt, ihr könnt das so ein bisschen verfeinern und ihr werdet jetzt auch sehen, dass dieses Verfeinern sich lohnt.
Ja, wir sehen Sehr gerne. unten Kannst du drunter. vielleicht Eurostoxx auf den ganzen Bildschirm groß machen, jetzt, wenn du Ja. da auf den eingehst? Ja, ist das Ja. vielleicht ein Ihr bisschen seht größer? auch unten drunter, wie ich schon gesagt habe, wir können so ein bisschen mit Volumen arbeiten. Ja, also ich arbeite unheimlich gerne technisch in Verbindung mit Volumen. Das ist ein ganz, ganz tolles Hilfswerkzeug. Ja. Und ihr seht unterm Level, dass das Setback-Niveau, ja, haben wir eine High-Volume-Note unten drunter. Und das ist dann im Grunde genommen das, wo ihr sagt, wenn wir drunter stechen, dann ist das im Grunde genommen das Level, was halten wird. Und wenn das tatsächlich hält, ja, go for it. Jetzt müssen wir anfangen zu arbeiten. Ja, also wir müssen diese Eventualitäten auch ausschließen können oder beziehungsweise so gut wie möglich versuchen auszuarbeiten, bis wo darf der Markt durchstechen. Ja, muss ich jetzt hier an diesen Daily Low bei 79 wild werden und diese Shorts handeln? Nee, warte mal, bis hier darf der Long laufen. Der Short laufen. Wenn hier der Long reinkommt, ist alles gesund. Ja. Gut. Dann lass uns mal ein bisschen, ich denke mal, alle sind's, also von Eurostoxx halten wenig Leute was, ja, deswegen gehen wir auf den DAX ein. Nur auch hier ganz kurz am Rande, denk bitte dran, im CFD, da weiß ich nicht, war ich noch nie unterwegs, aber Futures, ja, könnt ihr auch über FX Flat handeln. Ich habe auch einen im Mentoring, der handelt Futures live über Atlas Plattform. Funktioniert wunderbar, der ist super zufrieden. Und ihr müsst nur daran denken, ja, das heißt, der Eurostoxx ist ein sehr liquider Markt. Ja, im DAX ist was Interessantes, ist diese schnelle Bewegung. Aber da werden wenig Kontrakte umgesetzt. Das heißt, ihr seid irgendwann mal oben an diese Kontrakte gebunden. Ja, sagen wir mal, was weiß ich, 5 oder 10 Kontrakte maximal, ja, im Großen, dann seid ihr sowieso schon, jedes Algo sieht euch. Ja. Im Eurostoxx habt ihr aber auf jeder Seite 800 mal 1000 liegen und solche Geschichten. Das heißt, ihr könnt unheimlich viel Kontrakte unterbringen. Ja, die Margins sind meistens immer sehr klein. Und hier habt ihr die Möglichkeit über eine kurze Strecke, ja, weil der läuft ja nicht 100 Punkte am Tag. Über eine kurze Strecke dafür, aber mit 4 Kontrakten könnt ihr noch mehr, sagen wir mal, P&L produzieren, als man das im DAX machen könnte. Ja, das ist nur so am Rande, weil viele sagen, Eurostoxx ist nichts für mich, der ist zu langsam. Aber denkt daran, ein 5 bis 7 Ticks-Bewegung, das Ganze vielleicht mit 30, 40, 50, 100 Kontrakten, ist, kann man sich ausrechnen, ja, pro Tick. 10, 10, 10 Euro. Und somit hat man da auf der Hand in kürzester Zeit, statt irgendeine Strecke von 100 Punkten abzuwarten, unheimlich viel gemacht. Gut, wir gehen jetzt auf den DAX, weil ich weiß, DAX ist Lieblingsmarkt der Deutschen. Ja. Und ist kein schlechter Markt, aber der verführt uns zu sehr ab und zu Mist zu machen. Warum? Weil wir nicht abwarten können. Gut. Ich gehe jetzt auf die Minute, ja, das ist so für mich persönlich die Standardzeiteinheit, die Minute, weil ich aus der Minute eben die Formation sehen kann, die Informationen rausziehen kann, ja, zum Beispiel so Deltas. Ja, für mich ist interessant, wie ist das Delta jetzt im Durchstich in dieser Zeit, statt jetzt auf 5 Minuten dann zu gucken, dass das Delta dann schon wieder größer, kleiner wird und da habe ich nichts mehr von und kann daraus nichts lesen. Ja, so, im Grunde genommen, ja, ich mache mal diese Linie auch weg, das war die Value Area High von gestern, da gibt es auch von mir einen Grundsatz, ja, immer wenn wir außerhalb eröffnen, dass wir das ein oder andere erwarten und heute hat er genau das Gegenteil gemacht, hat sich sofort darunter gelegt. Ja, zum Beispiel solche Situationen, ne? Also diese Value Area High von gestern, die hat für mich Signifikanz. Ja, und in meinem Regelwerk steht im Grunde genommen, wenn wir um 9 Uhr, ja, weil DAX Eurostoxx ist ab 9 Uhr handelbar, da ist Cashzeit, ja, Bund, also die Anleihen ab 8 Uhr, ja, also aus meiner Sicht macht das Sinn, dann ab 9 und ab 8 Uhr zu handeln, was die Anleihen angeht. In meinem Regelwerk steht eben, wenn wir um 9 Uhr direkt am Level öffnen müssen, muss ich eine Struktur abwarten. Ich kann nicht um 9 Uhr in den Markt reinspringen, an einem unheimlich wichtigen Level, wo die großen Marktteilnehmer stehen und dann versuchen, da irgendwas für mich herzunehmen. Ich hab da ja keinen Einfluss darauf. Ich bewege den Markt nicht. Ja, das machen die großen Marktteilnehmer. Ja, wir sind so Krümelsammler.
Deswegen kann ich nicht jetzt einfach reinspringen und sagen, ja, das wird schon. Ich muss jetzt eine Struktur abwarten. Ja, das ist so die Regel dann eben. Genau. Also der Markt stabilisiert sich unten runter. Ja. Hier auch so das Interessante, dadurch, dass wir uns um diese Value hier aufhalten, ja, das heißt, Value ist für mich tatsächlich, es heißt ja nicht Value Point, sondern Value Area, es ist ein Bereich, das heißt, nicht punktuell zu sehen, sondern eher als ein Band zu sehen, das heißt, wir können da reinlaufen. Und wenn wir dort dann ein Reversal zum Beispiel spielen würden, oder der Markt wird ein Reversal spielen, dann können wir auch dieses Reversal mitnehmen. Ja, und hier hatte zum ersten Mal jetzt dieses Reversal versucht zu spielen. Ja, das heißt, wir haben hier, das heißt, wir müssen jetzt Struktur abwarten. Ja, der hat das Low hier produziert. Ja, so, dieses Low wurde rausgenommen. Das heißt, um dieses Low rauszunehmen, muss ich aktiv einen Short hier einstellen. Ja, das heißt, hier muss einer durchdrücken, diesen Markt. So, dieser Short wird sofort quasi in der nächsten Kerze vom Long abgesetzt. Und wir haben die Setbacks genau hier drauf an diese Linie. Das heißt, da wo der Long jetzt gegenüber dem Short gewonnen hat, ja, das ist im Grunde genommen diese Linie, ja, nehmen wir es theoretisch genau diese Linie. Ja. Das ist für mich das Follow-up, wenn man so möchte. Ja, das heißt, dieses hier sind die Bestätigungen, dass der Long tatsächlich da ist. So, jetzt läuft der Markt nach oben. Hier wird ein Reversal gerade gespielt. Ja, also erstens aggressiv und zweitens kann man immer aus einer Formation handeln, das heißt dieses Setback. Ja. Und hier ist jetzt grundlegend, aus diesem Setback muss der Markt nach oben schießen. Er darf sich da nicht aufhalten. Ja, das heißt, da darf nicht dieses Kräftezehren jetzt anfangen, nochmal, dass die auf die Probe gestellt wird, sondern hier muss, Short hat versucht, Short hat verloren, der Long hat Überhand genommen, Boom, Dominanz nach oben. Ja, und das sind so die Sachen, die man lesen muss. Ja, und ich sage immer wieder, arbeitet mit dem Chart. Ja, ihr habt diese Charts da, um nicht, keine Ahnung, sich die anzugucken und zu sagen, wie schön die sind und 10.000 Mal am Tag die Farben zu verändern, sondern arbeitet mit den Charts. So, jetzt haben wir die erste Information für uns schon rausgenommen. Ja, das heißt, hier hat es einen Schlagabtausch zwischen Short und Long gegeben. So, diese Position hat nie getragen, also hat uns irgendwelche 10 Punkte nach oben gegeben, 15 Punkte, ja, als Teilposition vielleicht. Und normalerweise erwarten wir ein Follow-up, ja. Das heißt, hier ist diese Erwartungshaltung wichtig, ja. Was, die Visualisierung, ja, was kenne ich? Wie laufen diese Trades ab? Ja, so und so. Das passt hier nicht. Auch wenn ihr hier, sagen wir mal, gestoppt werdet. Die Show geht weiter. Jetzt wird dieses Level nach unten wieder getriggert. Ja, das heißt, durchhandelt, wir kommen an dieses Level wieder zurück. Jetzt rechnet schon mal, wie viel mal hier Short Long positioniert haben. So, es geht hier nicht um dieses Tief. Es geht da, wo die Jungs ihre ersten Positionen angefangen haben, hin und her zu switchen. So, jetzt sehen wir hier, der Short setzt sich durch, der Short kommt, macht sein Follow-up nach unten. Nächste Berührung an das Level, der Short verteidigt. Ja, das heißt, der Short verteidigt seine Position, die er hier aufgebaut hat, die er hier bestätigt hat, und er verteidigt die. Schon habt ihr einen schönen Trade nach unten. Ja, aus der Misslage eigentlich einen Long spielen zu wollen, ist hier der Long nicht perfekt aufgegangen, aber dafür der Short. Ja, wenn man jetzt guckt, ja, die meisten werden hier ihre Shorts irgendwo handeln, ja, was dann dazu führt, Long, Short, Long, Short, Long, Short, und dann geht man nach unten nicht durch. Ja. Und die anderen versuchen zu lesen, wo sind denn die Positionen tatsächlich aufgebaut worden. Ja? Und da sieht man schon, oh, sorry, komm mal her. Ja. Da sieht man schon, ja. Alleine durch das Arbeiten mit dem Chart vernünftig zu sehen, wie die Jungs sich wo positionieren, kommt man auf einmal auf. Jungs und Mädels, ja, also. Jungs und Mädels, ja. Genau. Wir sind ja hier auf dem Dorf so, Jungs, ja, wir sind noch nicht da angekommen, wo die Städtler sind. So. Genau, das soll euch aufzeigen einfach, wie man mit dem Chart so ein bisschen arbeiten muss. Ja, das heißt, nicht einfach blind hier hoch, tiefs, hoch, tiefs. Ja, es gibt mehr als hoch, tiefs.
Ja, das heißt, diese zum Beispiel als Volksbreak, diese Übertreibungen, eigentlich haben die nicht viel Aussagekraft, weil meistens steckt in diesen Übertreibungen auch nichts. Ja, wenn ihr so das Volumen anguckt, in diesen Übertreibungen ist meistens immer relativ gering. Ja, es geht tatsächlich, wie am Anfang gesagt, in der Marktvorbereitung, es geht um den größten Zusammenschnitt an Positionierung. Ja, hier. Short, long, ja, short, long, long, long. Short, ja, das, es geht um dieses, um dieses Ding. Ja, weil was taucht bei dem Typen auf? Ja, bei dem Typen taucht das auf, wo seine PNL 0 wird, ja. So, nach oben plus, nach unten minus von mir aus, wie auch immer. Also, bei, sagen wir, die Durchschnittspreise irgendwo tauchen da auf. Ja, und das ist ja interessant. Es ist uninteressant, ob hier unten irgendwas passiert ist. Gut, wir laufen nach unten. Jetzt wissen wir ganz genau, wir haben zwei Bereiche. Ja? Das heißt einmal das, das Low, entschuldigen, das False Break Niveau und einmal das Daily Low auf der Unterseite. Und hier wird im Grunde genommen das Gleiche gespielt. Ich habe euch ja gesagt, der Markt kann vor dem Level abdrehen. Das heißt, er kann in unmittelbare Nähe vor dem Level, Entschuldigung, nicht gut gezeichnet, ja, da setzt schon der Kopf aus. Vor dem Level abdrehen, der Markt kann am Level abdrehen oder der Markt kann ein Level überschießen und dafür, für diese Sachen habe ich für mich persönlich Regeln. Ja, hier zum Beispiel fängt der Mann vor dem, der Markt vor dem Level abzudrehen. So, in erster Linie noch nicht sichtbar. Er könnte ja hier noch weiterlaufen. Ja, aber jetzt sehen wir auf einmal, hier wird eine Rejection gespielt. Ja, guckt euch das, die Deltas hier an. Das ist, dass jemand da irgendwo was zugreift. Ja, somit habe ich schon auf M1 ein False Break vor dem Level. Ich habe ja gesagt, wenn er vor dem Level abdreht, Struktur abwarten. Hier ist eure Struktur. Ja, das heißt, hier könnt ihr euch was abzapfen. Und jetzt nicht nur, ey, ich habe einen False Break gespielt, jetzt läuft er to the moon. Ja, passiert nicht. Sondern jetzt müsst ihr, bevor sie, also wenn sie der Trade irgendwann mal gelöst hat, könnt ihr ein bisschen entspannter werden. Aber jetzt müsst ihr erstmal dafür sorgen, dass dieser Trade sich auch löst. Und an diesem Trade müsst ihr objektiv sein. Das heißt, hier müsst ihr jetzt sofort wissen, wo ist der Stop, wo sind die ersten Profits, wo sind die Targets, wo ist die Stelle, wenn er dreht, scheiße. Und hier ist das genau auf der anderen Seite. Wir haben einen Hoch gehabt, dieses Hoch wurde rausgenommen, dieses Hoch wurde in der nächsten Kerze bestätigt, dieses Hoch wurde zurückerobert von der Short-Seite. Die Short-Seite setze ich durch und jetzt haben wir das Ding, dass wir die, sorry, ja, dass wir einmal die Long-Seite haben und dass wir einmal die Short-Seite haben. So, jetzt haben wir Ping-Pong, Long-Short. Das heißt, diese Levels sind überlebenswichtig für euch, um Teilgewinne mitzunehmen, beziehungsweise schon mal Positionen abzubauen, wie auch immer. Ja, das ist nicht das Hoch. Das ist da, wo wieder dieses Ungleichgewicht passiert. Ja, oder Positionierung passieren. So, gut. Was meistens immer der Fall ist, wenn wir vor dem Level abdrehen, dass trotzdem sich das Level holen. Gut, okay, kein Problem. Man hat ja hier schon ein bisschen was mitnehmen können. Ja, das heißt, der Markt läuft nach unten durch. Wieder das Gleiche. Das Szenario hat nicht geklappt. Jetzt haben wir aber zumindest verstanden, wo oben auf der Oberseite ein Short steht. Ja, weil der hat ja das False Break Niveau hier bestätigt. Hier hat er nochmal das Follow-up gegeben. Also können wir das Ding hier so weiter durchziehen. Ja, und das heißt, arbeiten mit dem Chart, wichtige Linien drin lassen, ja, wo ist ein Short aufgetaucht, der ist 100% hier aufgetaucht. Ja, so, jetzt läuft der Markt nach unten, ja, schießt das Ding hier nach unten raus, wir zeichnen unsere Levels weiter, ja, mit diesen False Breaks, so, und hier wieder, ja, relativ schwache Kerze, holt das ab. Und hier kommt sofort eigentlich mit unheimlich viel positivem Delta die Rejection. Ja, jetzt sind wir in dem Fall, wo wir sagen, ey, das erste Szenario kommt rein, wir drehen genau am Level ab. Ja, wenn wir genau am Level abdrehen, muss man für sie gewisse Triggerpunkte haben, dass wir auch aggressiv an diesem Level handeln können. Triggerpunkte können sein, aggressive kann man sehr, sehr gut im Volumen nehmen. Ja, das heißt, wie wird die Unterseite gehandelt? Mit wenig Volumen zum Beispiel. Oder es wird monströs viel absorbiert in kurzer Zeit oder wir stellen da andere Formationen hin. Ja? Das heißt, diese Formation müsst ihr euch aus dem Markt beschaffen wie Screen Time. Ohne Handel zusehen, wie werden diese Tiefs gehandelt.
und eine Masse an Visualisierungsübungen oder Visualisierung wird euch irgendwann mal ergeben, dass ihr sagt, pass auf, in 80% der Fällen wird so gearbeitet oder so gearbeitet und dieses Muster wollt ihr wiedererkennen. Ja, das ist dieses, was ich sage, aggressive. Das heißt, wir müssen aggressive Handelssituationen handeln können. Dafür gibt es Trigger. Wir müssen passiv handeln können. Wir müssen über Struktur handeln können. Solche Geschichten. Genau. Im Grunde genommen geht ja die Show dann weiter. Ja, das heißt, hier wird wieder versucht zu halten. Ja, nach oben. Ja, wo wird abgeblockt? Wieder am Short Level. Ja, kommen nicht weiter. Und das ist etwas, was wir für so ein False Break nicht sehen wollen. Ja, besonders sowas nicht. Das heißt, er raus aus seiner Position, Daily Low steht noch in der Nähe. Wahrscheinlich werden die das Daily Low holen. Wenn die nicht das Daily Low holen werden, ja, dann macht ihr Folgendes, dann sagt ihr, das ist ein Early Entry, sage ich dazu, ja, ein früher Einstieg. Ja, Vorteil davon ist ganz kleiner Stop. Wenn das hier doch positiv aufgehen sollte, macht ihr ein Late Entry. Das heißt, hier oben drüber etwas größerer Stop, aber läuft genauso gut. Genau. Und hier kommt dann im Grunde genommen diese Übertreibung zum Daily Low, ja. Danach kommen wir wieder zum Short Level, ja, weil hier hat ja der Long die ganze Zeit gestanden, der Short hat sich durchgesetzt. Jetzt die Masse der Leute wird denken, okay, cool, und ich werde jetzt den Short weiter ausspielen, ja, Pustekuchen, der Short ist gar nicht mehr dabei, ja, der Long unterbricht das Ganze und wir laufen nach oben. Ja, und wieder schön nach oben, wenn ihr es seht, ja, mit ersten Ziel von dieser kleinen doofen Kerze initiiert. Oh, Entschuldigung, ich wollte eigentlich so ein Dingsbums hier, so ein Pfeil malen, ja. Genau ein bisschen gelaufen, das Ganze hin und her sortiert, ja, wie es sein soll und dann nach oben. Sehr gut, vielleicht kannst du nochmal jetzt darauf eingehen, unten an der 9.23, wie gesagt, wir haben ja im großen Chartbild aus dem Daily Chart heraus, oder der Sergei hat hier auf Daily Levels und False Breaks daran oder Reverses an dem. Und genau das sehen wir unten an der 9.23, das war das Previous Day Low, also das Vortagestief, was der DAX hier heute Vormittag, so kurz nach 11, dann unten mal angehandelt hat. Ja, vielleicht noch ein bisschen was zu der Situation. Ja. Also im Grunde genommen, das ist so eine Situation, ja, das heißt, wenn ihr nur dieses Level habt, das Daily Low, ja, da ist man ja immer emotional ein bisschen gebunden, ja, das heißt, es könnten auch Shorts folgen und ja, dadurch, dass ihr ja so ein bisschen Kontext mit eingebaut habt, von vorher, Außenstab, Setback-Level und, das heißt, erstmal geht ihr primär hier nicht von einem Ausbruch aus, weil es einfach viel zu viel dagegen spricht, ja, das heißt, wenn dieser Ausbruch gespielt wird, dann haben wir unheimlich viel Zeit, ja, weil erst muss der Ausbruch gespielt werden, dann wird die Long-Seite verteidigen, dann muss sie der Short durchsetzen und wenn er sie durchsetzt, können wir dabei spielen. Ja, hier wird das Low gespielt, im Grunde genommen relativ cool, ja, auch hier schauen, dass man diese Trigger, sein Gespür entwickelt, ja, wir sehen hier, wird unheimlich viel Volumen ins Tief hier reingehandelt, ja, also komplett im Tief fast alles absorbiert, 13 Kontrakte, ja. Hier wird gutes Volumen durchgehandelt und wir reden hier von einem Stich hoch runter. In diesem Volumen, was haben wir da? Informationen. Warum? Weil dieses Volumen entsteht ja nicht einfach so, sondern es gibt hier einen Verkäufer und es gibt hier einen Käufer. So, das heißt, hier ist Positionierung stattgefunden. Ja, das heißt, der Verkäufer, der hier verkauft hat, sitzt oberhalb des Levels hier im Minus. Das ist eine gute Information für uns. Ja, das heißt, im Grunde genommen, ich nenne das immer zwei Volumenspitzen bei mir. Wir haben zwei Volumenspitzen. Vielleicht sind nicht alle so ein bisschen mit dem Volumen vertraut. Ja, lass mir immer ganz kurz erzählen, dass 30 Sekunden ist das getan. Ja, es ist kein Hexenwerk. Ja, also da muss man nicht 10.000 Stunden irgendwas dazu erzählen. Ja, ein Volumen entsteht im Grunde genommen dadurch, dass wir Käufer gegen Verkäufer spielen, ja, das sind die Kontrakte, entsteht dieses Volumen. Ja, hier dargestellt so in diesen Balken, ja. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn hier dieser Balken wächst, ja, und der Markt nach unten durchläuft, was ist passiert? Es ist das passiert, was wir gesagt haben, ja. Die kämpfen hier beide, der eine mit PNL nach unten plus, der andere minus. Ja, das heißt, hier gewinnt der Short. Wenn der Markt weiter nach unten läuft, gewinnt der Short. So, jetzt kommen wir wieder an ein Level dran. Jetzt gibt wieder ein Fight zwischen Käufer, Verkäufer. So, wieder eine Nase. So, der Markt läuft weiter tiefer. Für uns ist diese Nase oder dieser Balken, der entstanden ist, ist ja, oh, ein Short hat sich durchgesetzt. Nichts anderes.
Genauso wie hier. Vor dem Durchstich gab es hier relativ viel Kampf. Es ist eine Volumenspitze entstanden. Der Markt läuft weiter nach unten. Es ist nur ein Stich. Läuft weiter, aber nach unten. Das heißt, der Käufer ist in Control. Ja, das heißt, wir können Verkäufer. Ja, wir können hier Verkäufer hinschreiben. So, im Stich wird wieder so eine Volumenspitze produziert. Ja, und wir laufen jetzt nicht mehr nach unten, sondern nach oben. Das heißt, was haben wir für Informationen? Der Käufer hat hier Überhand, sonst würden wir nicht nach oben laufen, sondern wir würden weiter nach unten laufen. Wo ist das Level, wo wir sagen können, der Verkäufer muss verteidigen? Hier, wo der Verkäufer seine letzte Position gewonnen hat. Also müsste der Markt eigentlich hier spätestens abdrehen und nach unten durchrutschen. Macht er nicht, sondern der Käufer nimmt das Zepter an sich. Also können wir aus diesen beiden Volumenspitzen schon mal sagen, dass der Käufer jetzt die Kontrolle im Markt hat. Und jetzt sehen wir, wir laufen zurück. Ja, jetzt wir laufen zurück. Die Volumenspitze, wo der Käufer es bestätigt hat, wird verteidigt. Der Käufer macht nichts anderes als seine Erstpositionierung verteidigen. Boom. Ja, das ist das Reversal. So, das ist im Grunde genommen, das sind Informationen, die ihr lesen wollt aus dem Markt. Das sind wichtige, nützliche Informationen. Ja, das ist, ich sage dazu Trigger Points, ja. Das sind die Informationen, die ihr haben wollt. Ja, und warum sind die meisten so ein bisschen hinten dran? Weil es wird zu aggressiv gehandelt. Was ihr haben wollt, ist ein Zeitfaktor einzubauen in eure Execution. Das heißt, ihr wollt Trades vorbereiten. Das ist so eine Vorbereitung. Ihr seht, was hier passiert ist. Es vergeht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20 Minuten. Und ihr wisst schon, in den ersten Minuten, wenn der Markt hier runterkommt, das wird für mich der Long Trigger sein, weil was verliere ich hier? Gar nichts. 5 Punkte Stop. Tut mir das weh? Nein. Aber aus meiner Erfahrung zeigt es mir, dass nach oben vielleicht 100 drin sind. Na, fertig aus. Da ist die Konfidenz. Und wenn man jetzt noch den Kontext mit dazu nimmt, was hier unten für ein signifikanter Bereich im Bereich ist, dann seid ihr sowieso auf der guten Seite dabei. Ganz kurz. Ich glaube, vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt mal in die Runde zu fragen, ob es hier Fragen gibt. Ich sehe schon genau. Eine oder andere. Aber vielleicht noch mal ganz kurz hier, lass mal ganz kurz den Chart noch mal eingeblendet. Wieso das so klingt, also wirklich diejenigen, und ich lese auch hier den einen oder anderen Kommentar schon von Teilnehmern, ich weiß, sie sind FX-Flat-Kunden und schauen bei uns schon ein bisschen länger mit rein, auch beim Sergej, was ich da so lese, und die das auch entsprechend umsetzen, Trading an solchen Niveaus, an Daily Levels. Was haben Daily Levels für Gutes an sich? Erstens wird da von den meisten professionellen / institutionellen Händlern darauf fokussiert, sich dort zu positionieren oder dort zu verteidigen. Das ist das eine. Da kommt in der Regel auch Volumen rein. Und was dann noch der Fall ist, ist, dass man da mit einem relativ überschaubaren Stop, also vielleicht gut, nicht unbedingt 5, vielleicht maximal vielleicht 10 Punkte, dass dort das sogenannte CRV, das Chance-Risiko-Verhältnis, entsprechend groß ist. Ne? Und Sie sehen auch in der Bewegung 9,23, wenn Sie sich da irgendwo 9,25, 9,30 in einem Long positioniert haben. Schauen Sie sich mal an, nachdem er dann hier die 9,38 rausgenommen hat, diese gepunktete Linie, ne, die auch so eine kleine Nackenlinie war. Ne, wenn man das unten drunter so als eine Umkehrformation sieht, so als ein kleines W, nimmt dann die 9,38 nach oben raus, verteidigt die im Rücksetzer und dann geht es nach oben hin. Wie viele Punkte dann vielleicht mit Teilpositionen in der Spitze machbar waren, das sehen Sie selber. Was ich damit sagen möchte, ist, dass sowohl die Trefferquote an Daily Levels als auch das Chance-Risiko-Verhältnis sind dort extrem gut. Also eine höhere Trefferquote haben sie da und vom CRV her natürlich, also eigentlich unschlagbar für das, was Intraday-Trading angeht. Ja, da können sie wirklich 3 zu 1, 4 zu 1, 5 zu 1, ist da keine Seltenheit. Das können sie gerne hier, und wir haben jetzt hier exemplarisch mal den heutigen Tag genommen, ja, weil wir da nicht irgendwie eine Woche oder zwei Wochen zurückgehen müssen, weil sowas halt schon relativ oft vorkommt. So, jetzt genau nochmal die Frage hier in die Runde. Gibt es denn Fragen bis hierher? Hier eine Frage von dem Teilnehmer Harald. Was bedeuten die Zahlen im Volumen? Das ist sehr gleich nochmal, vielleicht wird die Volumenbalken nochmal einblenden in M1.
Warte, ich habe hier den Chat auf. Du hast den Chat wahrscheinlich drin bei dir, ne? Weil, Ja, genau. Also die Frage ist, was bedeuten die Zahlen im Volumen hier, was da drin ist, genau? Ja, das ist nichts anderes. Also im Grunde genommen, die Zahlen ist die Darstellung von diesem visuellen. Ja, das heißt, grün ist ein Market-Käufer. Jemand hat Market gekauft in die Offer-Seite, in die Ask-Seite, in die Brief-Seite, in die Geld-Seite. Und die andere Seite ist 37 zum Beispiel von der Verkaufsseite, dann wer hat Market-Verkauf, ja. Also aggressive Käufer und Verkäufer, ne? Und so entsteht das Ganze. Also es ist nicht die Limit-Seite, die ihr meint. Ne? Also es was wird tatsächlich umgesetzt. Ja? Die Umsätze, wenn man so möchte, horizontal aufgezeigt. Ja, hier haben wir die Umsätze, wobei das Delta ist, was wir als Volumen kennen über Zeit. Und das ist einfach, was wird auf einem Preis an Kontrakten umgesetzt, Market, ja, hier zum Beispiel 59 und 40, und hier haben wir die Unterteilung zwischen so viel wurden verkauft, so viel wurden gekauft, ja. Genau, also ich sehe jetzt bisher keine weiteren Fragen. Vielleicht nochmal ganz kurz, sehr gerne nochmal ganz kurz einblenden, also das, was hier jetzt dargestellt wurde für den DAX, das wird beim Sergej im Mentoring jeden Tag, gut, wenn es was zu tun gibt, hier besprochen für den DAX, für den Eurostoxx, für den Bund. Ich glaube, jetzt so langsam schießt du dich auch warm hier mit den Märkten an der CME. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz, weil ich hier jetzt nichts einblenden kann, Sergej, nee, bevor du hier auf CME-Produkte eingehst, noch mal ganz kurz unsere Webseite zeigen, weil wer Interesse hat, beim Sergej reinzuschnuppern, ja, das kann er kostenlos und unverbindlich machen. Auf unsere Webseite traderstalk.de gehen, dann den Menüpunkt Mentoring auswählen. Und da sehen Sie schon den Kollegen Sergej, genau. Und hier können Sie, genau, dort kostenlos, gut, ob es jetzt 3, 4 oder 5 Tage sind, da das, können Sie mit uns, da sind wir flexibel, da können Sie reinschnuppern, sich das mal anschauen. Es gibt auch auf YouTube viele Videos, auch mit dem Sergej. Ich glaube, einige von Ihnen kennen die schon, auch auf Trader Stock in unserem YouTube-Kanal, wo Sie vieles zu dem Vorgehen hier auch erfahren. Natürlich nicht alles, weil Handel und Handeln lernen ist ein Marathon. Das ist kein Sprint. Ja, alle, die denken oder jeder, der denkt, ja, ich habe jetzt hier mal eine Woche oder einen Monat zugeschaut, ich kann das. Das ist mal die absolute Minderheit. Ne? Also da muss ja Kontinuität rein. Man muss den Kontext verstehen, wie auch Märkte interagieren, wie der DAX und der Eurostoxx sich untereinander verhalten. Relative Stärke, relative Schwäche, weil auf beide schauen die ganzen Institutionellen. Ja? Ich weiß, dass der DAX ist der Liebling, ne? Aber Eurostoxx ist Benchmark in Europa und deswegen sicherlich mit auf der Agenda, mit draufschauen, was machen wir, das machen wir sowieso auch in der Squawkbox immer mit dabei, um da Kontext, Zusammenhänge zu verstehen, nicht nur was den Timeframe angeht, Stunde, Tag, Daily Levels, sondern auch Interaktion von Märkten, wieso das wichtig ist. So, dann gebe ich, Sergej, du kannst weitermachen, genau. Genau, ich kann ja noch mal eben so ein bisschen noch darauf eingehen, ja, also was hier gefragt wird. Hier gibt es doch jetzt ein paar Fragen. Ja, ich habe das eingeblendet. Was bedeuten die Zahlen, Sergej, als handelst du das gleiche System? Überall das gleiche System, ja. Also was kann ich euch aufmachen, ja, hier. GC zum Beispiel, ja. Daily Levels, so. Also GCE für all diejenigen, die das nicht kennen. GCE ist Gold, Gold Future. Genau. Ja, hier ist die 83 heute das Daily High von gestern gewesen. Ja, und im Grunde genommen, hier bitteschön, ja, also mit so wie man es braucht, ja. Wir haben ein lokales Hoch gehabt, wir haben einen Ausbruch aus dem Daily gehabt. Wir müssten eigentlich den Daily verteidigen, das macht er zwangsnotwendig, er muss neue Hochs machen, das ist die Einstellung des Longs, ja, das heißt, in diesen Long hier läuft nicht nur der Große vielleicht mit rein, sondern auch tatsächlich viele Kleine, ja, und der Große ist gar nicht da, deswegen entsteht diese Bewegung, das heißt, jetzt müssen wir hier gucken, jetzt wird hier ein False Break des Daily Highs gespielt,
Ja, das war die letzte Position, bevor wir ausgebrochen sind. Ja, die wird noch versucht zu halten. Wir schließen unten drunter. Ab hier beginnt der Shortlauf. Ja, und fertig aus. Das heißt, ihr habt einen unheimlich kleinen Stop für unheimlich viel Potenzial. Ja, ihr könnt das im Grunde genommen überall so spielen. Ja, wenn ich euch jetzt, was weiß ich was hier, was gibt es noch für Märkte? ZN, gibt es hier ZN irgendwo? Ja, ist ein sehr liquider Markt. Was haben wir denn jetzt? September 23 Kontrakt. Ja, nimmt ZN zum Beispiel ein. ZN ist der 10-jährige Pendant zum Russen. Anleihe auf den US-amerikanischen Markt. Ja, ihr könnt ja auch nehmen. Hier ist das Daily High. So, und wir haben ein False-Break-Niveau. Das heißt, wir haben eine Zone identifiziert. Ja, und was hat er heute gemacht? Der hat im Grunde genommen das Gleiche gemacht wie der Bund. Ja, das heißt, der hat diese Zone so eben ist vorher seinem abgedreht, ja. Und hier habt ihr ganz, ganz simple Strategien zum Reingehen, ja. Das heißt, im Grunde genommen, das war bevor wir den Durchstich hier gehabt haben nach unten, ja, die haben hier nach unten versucht, das war dieses Level, wo diese Ungleichheiten entstanden sind, wie ich vorhin erklärt habe, diese Linie kann man weiterziehen. Jetzt weiß man, oh, ich muss hier gar nicht so aggressiv in irgendein False-Break eingehen, denn der Verkaufsbereich ist hier. Ja, ihr habt hier unheimlich viele Mäuse, ja. Ich meine, da liegt auf jeder Seite, was weiß ich, 2000, 2500 Kontrakte. Das kann man so spielen, ja. Was weiß ich, was TL, ja, muss ich eben reingucken, ist im Grunde genommen das Gleiche. Ja, also alles, was ich sehe, es hat nichts mit, es hat, also das müsst ihr verstehen, es hat nichts mit einer Strategie zu tun. Es hat was mit der Positionierung der großen Marktteilnehmer zu tun. Ja, nur das ist das. Nichts anderes. Ja, also das heißt, es lief so und es wird so weiterlaufen, weil vor der Positionierung können die nicht weglaufen, ansonsten müssen die sich aus dem Markt raushalten. Ja. Vielleicht sage, noch eben. Ja. Ja, sage ich würde sagen, wir gehen vielleicht noch ein bisschen auf die eine oder andere Frage ein. Ja. Und nochmal, zunächst mal gab es auch hier auch die Frage, wann der Sergej wiederkommt. Dazu wird sicherlich gleich der Nelson was sagen. Ja, habe ich auch schon im Chat beantwortet. Also von unserer Seite aus sehr gerne und ich denke mal, dass wir dann nochmal miteinander sprechen, mein Folge-Webinar entsprechend planen, wenn ihr natürlich auch Lust habt. Genau, aber jetzt nochmal, wir gehen sicherlich noch hier auf die Fragen ein, gerne noch Fragen stellen. Also ich habe nach unten, nach hinten habe ich Zeit, ja, also im Grunde genommen, ich habe damit kein Problem, hier euch was zu erzählen, ja, also ich habe den Tag heute freigenommen. Ich würde sagen, wir machen noch so 5 oder 10 Minuten, aber ja, vielleicht gehen wir nochmal hier ein bisschen auf die Fragen ein, sage ich ja. Ja, also noch eine Frage zum Volumen. Ich denke, ein Geschäft kommt nur zustande, wenn ein Käufer und ein Verkäufer ist. Wir könnten dann eben Volumen bei Marken wie gerade Zeit unterschiedlich Zahlen bei Käufer und Verkäufer stehen. Das verstehe ich nicht. Oder sind das doch die Limit Orders? Nein, nein, das sind die Market Orders. Ja, aber wir... die müssen ja nicht gleich sein, ja. Das heißt, wenn die Verkaufsseite stärker ist und der Markt und die Limitseite nicht hält, dann wird eben auf der Kaufseite, sagen wir, 44 sein, auf der Verkaufsseite 60 und der Markt fällt dadurch dann. Ja, also das ist der Überhang. Dann haben wir das Problem, dass wir ab und zu von der Limitseite blockieren, ja. Und dann haben wir es, dass der Markt nicht fällt, ja. Also da, das ist so ein bisschen jetzt auf die Kürze darauf einzugehen, es wird den Rahmen sprengen, ja. Aber guckt nicht, ja, versucht nicht jeden Tick da drin zu verstehen, ja. Das ist so das Problem der meisten, jeden Tick versuchen zu verstehen und ein ganzes Studium daraus zu machen. Denn es ist kein Studium. Ja, ihr müsst in relativ kurzer Zeit, ja, also was weiß ich was, in 3 Jahren wie eine normale Ausbildung versuchen herauszufinden, was könnt ihr gut, was könnt ihr nicht so gut im Handel. Was fällt euch auf Anhieb super leicht zu handeln? Und das saugt ihr aus, da werdet ihr Profis drin. Rest ignoriert ihr erstmal, Rest kommt von alleine. Ja, aber da gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Das, was du handelst, kenne ich als Ungleichgewichtsabbau. Ja, okay, Daniel, das... darüber haben wir geredet, ne? Also ich hoffe, dass Daniel Hoffmann ist, der bei uns in Frankfurt an dem Workshop teilgenommen hat. Das hast du mir gezeigt, was du machst. Und genau, es war ja meine Antwort, das ist ja im Grunde genommen, worauf ich auch gucke.
Short durch dich Long, Kurs kommt zurück, baut Ungleichgewicht, Abstelle, Position. Also ja, das ist immer noch genau, Daniels. Das ist noch der Daniel, genau. Das Beste, was ja, vielen, vielen Dank. Ja, das ist wirklich ein bisschen angerissen von dem, was ich auf der Zunge habe. Aber das sprengt alles den Rahmen. Ja. Also ihr könnt gerne ins Trial reinkommen bei mir. Ich bin genauso einfach gestrickt wie auch hier jetzt gerade. Und dann können wir das alles durchsprechen. Wie gesagt, ich verspreche nicht, dass wir alles an einem Tag machen, sondern ich binde das an das Marktgeschehen an. Ja, das heißt, haben wir jetzt Range-Markt, wir besprechen das. Haben wir Long-Markt, wir sind im Long-Markt unterwegs, im Short-Markt. Das heißt, wir versuchen die Praxis, die heute gelaufen ist, sofort auseinander zu pflücken und das Ganze zu verstehen, ja. Genau, nur noch eine Sache, bevor alle weg sind, ja, worauf solltet ihr achten in eurem Handel? Also das ist zumindest etwas, was ich versuche, jedem so ein bisschen mitzugeben, ja. Der Handel für mich persönlich besteht aus vier Bereichen, ja, es gibt einen Bereich 1, es gibt Bereich 2, es gibt einen Bereich 3 und einen 4. Ja, eins steht dafür, dass man eine Analyse macht im Markt, ja, das heißt Marktvorbereitung. Das ist euer erster Grundstein, bevor ihr überhaupt irgendwas klickt. Wenn ihr das Marktverständnis aufgebaut habt, Kontext lesen könnt, das ist euer erster Grundstein, ja, was ihr machen müsst. So. Danach, wenn ihr wisst, an welchen Levels ihr handelt, dann müsst ihr auch wissen, was ihr handelt. Ja, das ist das Setup. So, hier müsst ihr jetzt für euch definieren, was handelt ihr für Setup. Für mich gibt es zwei Stück. Das ist einmal Breakout und einmal Reversal. Reversal mit eingeschlossen, was ich heute euch gezeigt habe. Am Level gedreht, überschossen als False Break oder vor dem Level. So, das heißt, diese beiden Sachen gibt es für mich. Ihr könnt noch viele andere einbinden. Um diese beiden zu exekuten, ich kann nicht sagen, wir sind jetzt unterm Level, ich muss jetzt ein Breakout spielen oder wir sind über dem Level, ich muss ein Reverse spielen, das geht nicht. Ja, muss ich unbedingt eine dritte Sache lernen. Das sind die Trigger. Ja? Trigger. So, diese Trigger befähigen euch, den Breakout zu spielen. Das heißt, der Breakout kann nur gespielt werden, wenn ihr tatsächlich seht, dass dieser Trigger kommt. Ja, für jeden, also es gibt verschiedene. Ja, ihr könnt von mir aus für jede Situation 3 bis 5 Stück nehmen. Ja, weil wir haben Trigger, die sind technisch und wir haben Trigger, die sind volumenbasiert. So, das heißt, immer wenn ihr die Sache seht, ja, wie heute zum Beispiel ein Reversal erklärt, könnt ihr draufklicken. Also ihr seid dann ab diesem Zeitpunkt kleine Äffchen. Ja, ihr müsst nicht viel überlegen, sondern ihr habt das 1000-mal gesehen, Visualisierung stimmt, Trigger hat gepasst, die Situation ist schon 1000-mal durchgekaut, ich sehe das, ich klicke. Fertig. Jetzt das Positive daran ist erstens, ihr habt nicht mehr Kopfkino, ja, ihr könnte aber, wie auch immer, sondern ihr seht euer Geschäft. Und zweitens, wenn mal die Situation kippt, ihr habt einen Trigger long gesehen, und die Situation kippt. Das heißt, ihr schnallt es sofort. Es passt nicht zu meinem Trigger, den ich immer gehandelt habe. Der Markt kippt und ihr geht aus der Position raus. Nicht mehr mit minus 10, sondern mit minus 2 Punkten vielleicht. Oder Break-Even vielleicht mit 2 Pluspunkten. Ja, das heißt, das ist eure Arbeit. Und die letzte Position ist sehr individuell und von euch abhängig, ist der Exit. Ja, der eine spielt 100% rein, 100% raus. Der andere baut Positionen nach oben aus in einem Trend, der andere skaliert sich raus, der andere skaliert sich ein. Da ist von jedem selbst abhängig. Es gibt beim Thema Exit, glaube ich, kein richtig und falsch, sondern hier muss man rangehen und sagen, was bin ich für Mensch? Ja, wie ist meine Psychologie? Wie fühle ich mich am wohlsten? Ich mag es zum Beispiel reinzugehen, sofort rauszugehen, ab und zu reinzugehen, wenn wir im Trend sind, letzte Position laufen zu lassen. Der andere sagt, mir macht das nichts aus. Ja, ich halte die Position auf Daily Basis von sofort ins Ziel. Ja, dann sitze ich 6 Stunden drin und fertig aus. Ja, das sind für mich im Grunde genommen der Grundstein, wie man seinen Handel aufbauen kann, und zwar in der kürzesten Zeit, also kürzeste Zeit meine ich immer noch, meine 3 Jahre. Ja, so, ihr könnt nicht einen Beruf erlernen und das innerhalb von einem Monat. Das heißt, diese Steps müssen abgearbeitet werden. Ja, die müssen durch ein Review, durch ein Journal vernünftig gefestigt werden, schauen, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut, ein paar Sachen aussortieren, gute Sachen weiterentwickeln und. Ja, so sollte es laufen.
Gut, das ist das, was ich euch auf den Weg gebe. Und das andere ist, ja, für mich ist das Volumen nur tatsächlich so interessant. Also da kann ich noch eben zeigen. Ja, also für mich ist das Volumen uninteressant, wie das komplett aussieht. Für mich ist das Volumen an meinen Einstiegen interessant. Das heißt, es wird dann so ungefähr aussehen, dass ich mir das Volumen für dieses Leck einzeichne. Ja, das heißt, für mich ist interessant, was passiert an meinem Level. Was hier für ein Volumen gelaufen ist, ist irrelevant. Ja, für mich ist interessant, was passiert an meinem Level, um mir meinen Trigger rauszuholen, damit ich es handeln kann. Ja, und dann kann man es machen. Deswegen, aber wie gesagt, viele Wege führen nach Rom. Das, was ich mache, muss ja nicht unbedingt jeden liegen, ja, sondern es ist nicht falsch, technische Analyse wertzuschätzen. Es ist unheimlich viel technische Analyse im Markt. Ja, und wenn man dieses Volumen ein bisschen verstanden hat, das zusammenbringen, das ist super. Ja, und man kann es eben verschieden machen. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Schüler oder einen Mentee bei mir, der ist jetzt seit 6 Monaten dabei, der hat unheimlich gut die Materie verstanden. Ja, und jetzt fängt er an, nicht nur an Leveln zu handeln, sondern der handelt Trigger nach einer gewissen Strukturen, die er sich selbst entwickelt hat, sagen wir zwischendurch mal im Markt, ja. Heute im Bund 34 Ticks rausholt, finde ich unheimlich gut, ja. Das heißt, das ist so die Weiterentwicklung dann, ne? So, und deswegen, also ist nicht, nicht ein Weg, um erfolgreich zu werden. Ja, erfolgreich wird man sowieso erst dann, wenn ihr für euch was gefunden habt, was für euch Sinn macht. Ja, ob es für mich Sinn macht, muss es gar nicht. Wenn es für euch Sinn macht und das läuft gut, dann saugt das aus. Genau, und das ist jetzt nochmal ein guter Punkt. Ja, es geht bei uns generell nicht darum, auch hier im Coaching, was ja der Kollege Sven Beckmann anbietet, da auch mal zu schauen, und da geht auch der Sergei drauf ein, ist denn das Vorgehen von den Teilnehmern hier, den Kursteilnehmern, ist denn da eine Handelsidee da? Ne? Natürlich, das Trading hier an Extremen, an Daily Levels und, ist eine gute Geschichte, wenn man das beherrscht. Ja, man kann sich gut darauf vorbereiten, das ist die eine Sache. Also wie gesagt, diese 4 Steps, die gehören sowieso bei jedem dazu, dass man sich morgens immer vorbereitet, die Analyse macht und dann schaut, okay, welches Setup will ich denn sehen, um dann meine Trigger zu bekommen? Und dann bin ich in der Position drin. Wie mache ich Positionsmanagement, Risikomanagement und, und. Aber wichtig ist, dass ihr für euch eine Handelsidee habt, ja, die A, natürlich reproduzierbar ist, weil nur dann nennt sie sich auch eine Handelsidee und auch eine Handelsstrategie. Das ist das eine. Und dann kommt natürlich irgendwann mal auch ein nächster Punkt, wenn dann diese Strategie umgesetzt wird, und man jetzt nicht unbedingt hier im Scalping unterwegs ist, sprich hier auf 3, 4, 5, 6 Ticks, sondern mehr aus dem Markt herausnimmt, dass man dann versucht, auch das Ganze in der Positionsgröße zu skalieren, ne? Da auch mehr Volumen reinzunehmen. Ne? Und das geht im DAX in bestimmten Maße, ja, das geht im Eurostock sicherlich besser, das geht im S&P sicherlich besser, das geht im Bund sicherlich besser, ne? Weil eine Strategie, sagen wir mal jetzt hier wirklich an diesen Daily Levels. Und wenn man da unten jetzt die 9,23 gespielt hat, den False Break, ja, weil Sergei, kannst du das nochmal ganz kurz einblenden? Ja, klar. Heute und Vormittag, genau, diese Situation da unten nochmal. Genau, also der Bereich 9,38, 9,23, das war heute auch bei uns in der Squawkbox, in unseren Factsheets, war das da unten die Unterstützungszone. Zunächst mal heißt es Ziel und Unterstützungszone. Wieso? Weil der Short von hier oben, von der 16.008, den der Sergei vorhin kurz vor 9 oder auch nach 9, ne? Sergei, das kannst du vielleicht mal zeigen, da oben, der Short, ja. Der hat zunächst mal hier unten, für all diejenigen, die wirklich von Level zu Level denken, ja, der hat zunächst mal unten in die Zielzone reingeführt, ne? In die 9.38, 9.23. Das ist Zielzone und Unterstützungszone. Und da, gut, wer es da schafft, die Position zu drehen, sprich von oben den Short unten zu fahren und dann zu sagen, okay, weil davon gehen wir immer aus, dass Zonen erstmal halten. Unterstützung halten erstmal und Widerstände halten erstmal bis zum Beweis des Gegenteils. Das ist so die Quintessenz aus unserer Squawkbox. Da unten konnte man schönes Setup in dieser Unterstützungszone 9,38, 9,23, die da unten
gestrichelt und das Previous Day Low, die 9,23. Schauen Sie sich das an. Ein schönes W hat er da gemacht mit Nackenlinie 9,38. Selbst wenn man unten nicht an der 9,23 nicht reingekommen ist, an der 9,38, nachdem er dann drüber gebrochen ist, dann ist er nochmal schön hingelaufen und wir sind da in M1 nie in die Bredouille gekommen. Sergej, vielleicht kannst du es ein bisschen auseinanderziehen und das genau zeigen. Also wenn nicht unten an der 9,23 hier in den Markt gekommen ist, in den Long, der kann dann bei dem Rebreak über diese, genau, über diesen Bereich, in dieser Candle, kann er sich da abholen lassen und schauen Sie sich mal, da sind sie nie ins Schwitzen gekommen. Der hat in M1 kurz durchgestochen, drüber geschlossen, am Hoch geschlossen, dann hat er das genau das Zwischenhoch rausgenommen und so können Sie auch, wenn Sie Positionen haben, wie das der Sergej jetzt sagt, ob es jetzt im CFD ist und mehrere Einheiten haben. Also wir handeln alle bei uns in mehreren Einheiten und ich zum Beispiel, ich versuche immer etwas durch drei Teilweise zu machen. Dann können Sie nämlich auf dem Weg nach oben, wenn Sie jetzt bei 9,38 long sind, können Sie auf dem Weg nach oben vielleicht nicht gleich bei der ersten Marke, aber wenn dann auch da Teilpositionen schließen, ne, und sagen, okay, jetzt ich schließe da an diesem ersten, genau, die Marke ist bei 9,43, 9,44, diese erste blaue Linie, dann schließe ich und dann fahren Sie nach oben hin und Sie sehen, der hält dann im Rücksetzer genau dieses Level auch wieder, die 9,43 oder was das ist, ja. Und dann nimmt er das Zwischenhoch raus und an dem Zwischenhoch können Sie die weitere Position bei 9,55 vielleicht schließen und halten dann eine letzte Teilposition, eine längere Strecke und schauen Sie sich das an. Da, wo sind wir da gewesen? 9,79, 9,80 im Hoch 9,85. Also dann reden wir hier von 40, 45 Punkten, was Sie da mit einer Teilposition mitnehmen können. Einfach nur. Und das ist wichtig, um zu sehen, dass das auch funktioniert. Ne? Also wenn große Levels halten, wir sind ja, wenn der Sergej das jetzt nochmal zeigt hier im Daily Chart, ganz kurz, und ja. Das soll das so ein bisschen so wird. Also im Grunde genommen, es waren genau 100 Punkte und man hat hier nie im Leben seinen Stop kassiert, sondern man hat einfach sie weiter durchgearbeitet. Genau, dieses braune gestrichelte, die 16.008, da ging die Bewegung los, hat der Sergej gezeigt, morgens ging die los um 9 Uhr, ist unten in das Ziel- und Unterstützungsband reingelaufen und läuft oben wieder an das eigentliche Ziel ran, an die 16.008. Ja. Sie sehen, diese Marken, die ziehen sich durch den ganzen Tag. Und wenn man weiß, im größeren Sinne, und das versuchen wir auch zu vermitteln, wo wir im Daily stehen, wo wir denn generell im DAX stehen, ne? Wir sind nach wie vor in allen Timeframes, langfristig, mittelfristig, übergeordnet und kurzfristig sind wir im Long. Und die sagen, okay, ganz ehrlich, ich tue mich mit einem Short hier schwer. Dann sollen sie sich diese Zonen einzeichnen, da unten 9,38, 9,23 und gucken, wie komme ich in meinen Long rein. Und dann halten sie auch mit Teilposition Strecken, die dann 70, 80, 90, 100 Punkte geben. Ja, weil in einem Long-Markt, wenn mich einer fragt, okay, oder das ist oftmals so die Frage hier von Teilnehmern bei uns, entweder im Workshop oder hier, bei uns am Floor, die mal vorbeischauen. Ja, wie haltet ihr denn? Oder ich sage immer wieder, okay, wenn du einen Trade machen darfst, machen kannst, oder ne, wie es so heißt, du hast ja einen Schuss frei, einen Trade, welchen würdest du in so einem Marktumfeld machen? Natürlich würde ich den Long spielen. Ja, es kam anfangs die Frage, ja, Prophezeiung oder wie auch immer, wir stürzen ab oder Crash oder sowas. Wir haben es letztens, als ich in Düsseldorf war, um den Nelson und auch den Konstantin so persönlich kennenzulernen, uns auch ein bisschen darüber unterhalten, weil ich habe dann vorhin die Antwort gegeben, wir sind im Intraday Trading, da, ja, es ist gut zu wissen, was, in welchem Marktumfeld wir uns befinden, dass wir long sind und. Aber wenn ich hier immer nur auf den großen Break warte, ja, dann hole ich mir permanent hier eine blutige Nase, ja, weil Sie sehen hier, gerade Supports halten super gut, das sieht man im Daily, sowohl im DAX als auch im Eurostock, vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz einblenden. Sie sehen da unten, wir hatten zunächst mal die 15.800 als Marke gehabt, dann die 7,53 im Future. Und diese 7,53, das ist genau das letzte Level, was da sehr, genau. Und das hier auch, wenn du um die 7,53, sehr mal ganz kurz eine Horizontale ziehst, ja. Genau, wir haben einmal einen False Break gehabt, den haben wir dann am nächsten Tag hier Ende Mai wieder korrigiert. Sie sehen, hier unten wird immer zugegriffen. Ja, also der Markt will
zunächst mal nicht nach unten. Dafür spricht natürlich auch das Marktumfeld in den USA, weil da sind alle Indizes, da ist die Nasdaq vorgelaufen mit dem Bruch nach oben, dann der S&P und jetzt letztens auch der Dow Jones. Also ja, wir sind Underperformer hier in Europa, ganz klar, aber wir leben nicht in einem Vakuum. Also der DAX wird nicht alleine abschmieren. Ja, deswegen, wenn man weiß, wo sind denn die anderen Märkte? Ja, da interessiert mich natürlich, wie ist denn das generelle Marktumfeld? Was machen denn die anderen großen Märkte? Sind die alle noch long? Ja, ja, dann gehe ich nicht davon aus, dass der DAX hier alleine, egal ob er eine relative Schwäche hat oder nicht, der wird nicht nach unten durchrauschen, ja, wenn die Grundstimmung noch nicht so weit ist. Ja. Und wir hängen natürlich jetzt insbesondere, klar, hängen wir nach wie vor an den US-Märkten. Die geben nach wie vor den Takt vor. Natürlich in der Regel in der Nachmittagssession, aber auch den einen oder anderen Impuls schon am Vormittag. Genau, also das war's. Sergej, ich weiß nicht, willst du noch was sagen? Nochmal, wer sich das mit dem Sergej näher anschauen möchte, geht auf unsere Webseite. Ihr könnt euch dafür traderstock.de, da jetzt lädt hier irgendwas nicht. Traderstock.de und dann geht ihr auf Mentoring oben links. Und da könnt ihr den Trial anfragen für, ich nehme Leute für 3 Tage ein, der eine kommt vielleicht für eine Woche, je nachdem, wie ihr Zeit habt. Für mich nur ganz wichtig, ja, weil in der letzten Zeit immer wieder Leute reinkommen sind, die kein Mikro haben und sowas. Also, wir sehen uns mal gerne über Webcam, ja, dann sind wir viel entspannter und reden wäre schon cool. Nicht nur da sitzen, Informationen abgreifen, sondern lasst uns dann zusammenarbeiten und interagieren, ja, ansonsten ist das für mich immer schwer, wenn Leute auftauchen, zuhören und auf einmal verschwunden sind, kann ich nicht so ganz einordnen. Ne? Also Mikro ist immer ganz gut. Super, also von meiner Seite war es das, ja, war interessant, ja, obwohl so spät und trotzdem habe ich, glaube ich, das ein oder andere euch aufgezeigt, ja, es gibt noch viel, viel, viel mehr, ja, aber dafür reicht die Zeit jetzt gerade nicht. Und ja, ich bedanke mich. Vielen Dank, Nelson. Vielen Dank für deine Unterstützung. Frage von dem Teilnehmer Matthias. Exit, habt ihr eine kurze Antwort? Oft kommt ihr zu schnell raus. Oft kommt ja, das ist im Grunde genommen die Sache mit Teilgewinn mitnehmen, ne, was wir gerade besprochen haben. Das heißt, Teilgewinn mitnehmen, dann brauchst du den Stop nicht verschieben, weil dann hast du schon ein gewisses Polster aufgebaut und jetzt kannst du zusehen, dass dein Trade sich entwickelt, ohne Angst zu haben. Ja, das heißt, Initialbewegung mitnehmen. Die ersten 10 Ticks, ersten 15 Ticks schon mal einen Kontrakt rausnehmen. Ja, solche Sachen. Ne? Da können wir vielleicht mal beim nächsten Mal so ein bisschen drauf eingehen, wie man das macht. Das ist natürlich bei vielen so der Wurm drin, zu schnell seine Stops nachziehen. Das heißt, wer zu schnell die Stops nachzieht, vertraut noch nicht so ganz in seine Execution, in seine Strategie. Da fehlt vielleicht der Trigger. Da fehlen noch Informationen, um zu sagen, eigentlich kann mir nichts passieren. Und wenn mir was passiert, das ist der kleinste Stop, der man überhaupt sich im Markt leisten kann. Heute im DAX 5 Ticks, ja. So, dann ist mir auch, sind die 5 Ticks auch egal, ne? Solche Geschichten. Also, genau, das mit dem Teilgewinn, das setzt natürlich voraus, dass Sie auch mehrere Positionen fahren können. Und da gibt es natürlich jetzt insbesondere im DAX, wenn wir jetzt beim Future bleiben, da ist A der Mini und auch der Mikro, gut, in dem Mikro, denn da habe ich jetzt kein genaues Bild, wie liquide der ist, aber im Mini, das ist schon liquide. DAX Mikro ist super, ja, kann man auch klicken, wirklich ohne Probleme klicken. Genau. Und da versucht man, wie gesagt, dann versuchen Sie mal eine Position aufzubauen mit 3 Einheiten, das wäre ideal. Und dann, wenn Sie hier wirklich hier sich hier für dieses Level Trading hier das an Daily Levels begeistern können, ja, nochmals, von der Trefferquote her sind die richtig gut, ja, das ist weit über 50% die Trefferquote da. Da können Sie aber auch gerne hier in die Historie gehen und Backtesting machen. Sie werden dann nichts anderes sehen und können auch vom Stop her relativ überschaubar da arbeiten. Ne? Dass Sie sagen, okay, 5 ist vielleicht im DAX immer ein bisschen eng, ja, dann machen Sie 10 Punkte Stop. Ja. Aber Sie haben so eine tolle Upside. Ne? Wenn Sie sagen, okay, ich möchte in dem Longmarkt auch nur auf Longs fokussieren. Schauen Sie sich doch mal die ganzen Tage an, wo wir entweder die 15.800 oder dann das nächste Low, die 7,53 im Future, wie oft wir das angehandelt haben. Ich erinnere mich an 1, 2 Tage,
Da haben wir die 753 getestet und dann hat der Markt am Abend bei 16.000 geschlossen. So, jetzt ja. Stellen Sie sich mal vor, mit einer Teilposition nehmen Sie hier, keine Ahnung, ein Drittel von der Strecke mit. Ja. Das ist nicht nur hier, nicht nur für Ihr Portemonnaie, einfach nur, dass Sie dann die Gewissheit haben, das funktioniert und ich kann auch große Strecken dann mitfahren. Ne? Da haben Sie Ihr Risiko schon längst draußen, weil Sie Teilposition 1 und 2 schon geschlossen haben, ob es jetzt hier an diesen Levels ist, die sich auch SEM 1 ergeben oder irgendwelche Kursziele sind, die Sie für sich definiert haben. Und dann lassen Sie mal irgendwas laufen, ne, und sagen, okay, wenn er jetzt nicht in so einem Trend, wie wir den heute zum Beispiel hatten im DAX, da haben wir kein Vorgänger hoch, dann irgendwann mal auf dem Weg nach oben bis zur 16.008, bis in den Zielbereich, haben wir dann wieder nach unten durchstochen. Und da können Sie sagen, okay, meine dritte Teilposition, die lasse ich jetzt laufen, es sei denn, der fällt über unter irgendein markantes Vorgänger. Und das war in M1 super gut zu sehen. Ein Trend macht dann oftmals wirklich hier diese Stufentreppenverfahren. Ne? Der läuft, dann konsolidiert er, dann nimmt er die Oberseite wieder raus, konsolidiert, genau. Und Sie kommen eigentlich nie in die Bredouille. Und da passt natürlich vom Umfeld her, wenn wir in einem Longmarkt sind, eine Longpositionierung wie die Faust aufs Auge. Ja. Bezüglich der Stop-Geschichten, ja, also nur ganz kurz, damit wir uns da so ein bisschen richtig verstehen. Diese Stop-Geschichten, das sind eher so, glaube ich, Retailer, ja, Märchen, ja. Also ihr sollt alle einen Stop benutzen, das tun wir auch, ja, aber eigentlich benutzt man einen, wenn man so möchte, einen Notfall-Stop, ja. Das heißt, man muss nicht unbedingt so jetzt auf seine 5 Ticks beharren, ja, dann legt man eben ein bisschen mehr Stop rein. Ihr solltet eine Position dann schließen, wenn es eurer Erwartungshaltung nicht mehr entspricht. Das heißt, wenn ihr seht, dass der Long, den ihr spielt, nichts mehr mit dem Long zu tun hat, dann geht ihr raus. Das heißt, die Entscheidungsmarke ist nicht euer Stop. Die Entscheidungsmarke ist das Marktlesen und Verstehen. Das heißt, wenn der Markt nicht mehr den Long euch liefert, ja, dann geht ihr auch sofort aus der Position raus. Wenn ihr in einer Position drin seid und auf einmal habt ihr was weiß ich was, ihr lauft nach oben und dann habt ihr irgendwann mal ein Trendbruchsszenario oder Volumenbruchsszenario. Es hat nichts mehr mit dem Long zu tun. Das heißt, dann könnt ihr aus der Position rausgehen. Nicht der Stop sollte entscheiden, dass ihr rausgeht. Ihr kennt das alle. Ja, ihr geht in eine Position hier rein, ihr legt hier den Stop hin. Die Position entwickelt sich nicht richtig, sondern geht gegen euch. So, ihr schließt die Position hier nicht. Obwohl euch bewusst ist, dass dieser Trade nicht mehr richtig ist, ihr sagt dann friss oder stirb, dann kassiert ihr den Stop. Da sind vielleicht jedes Mal 4 Ticks, ja, die ihr sparen könntet aufs Jahr, sind es vielleicht 1000 Punkte. Ja, denkt mal ein bisschen dran. Im professionellen Handel, wenn ihr in den Handel eigentlich reinkommt und in größeren Häusern, sagen wir, ausgebildet werdet, habt ihr eigentlich gar keinen Stop, sondern man versucht euch erstmal da reinzuführen, dass ihr den Markt lest. Ja, das heißt, passt die Situation noch? Ja, dann halte bitte dran. Auch wenn die Minus ist, aber wenn ihr immer wieder seht, dass zum Beispiel unter einem Level aufgebaut wird. Sehr gut, kannst du diese Fragen mal ausblenden, ja, mal wegtun die. Die Fragen? Ja, genau, jetzt ist gut, ja, okay. Ja. Wenn ihr, sagen wir mal, ein Level reingeht, ja, und der Markt rutscht kurz durch, ihr seht aber sofort Buying Power, ja, das heißt, es wird absorbiert. Dann macht es ja auch keinen Sinn, aus der Position rauszugehen, sondern dann seid ihr ein bisschen tiefer und wartet die Situation ab, der löst sich auf. Das passt noch zum Long. Ja, das heißt, da müsst ihr weniger versuchen, in diesen Stops zu denken, sondern versucht tatsächlich ein Gefühl, nicht ein Gefühl, sondern das in den Markt zu lesen. Das heißt, passt das noch zu dem oder nicht? Ja, was ich oft höre, ich handle den Ausbruch. Ja, für einen Ausbruch gehört Aggressivität. Das heißt, es findet ein Ausbruch statt, es gibt ein Setback und danach never kommt dann an das Level wieder zurück. Und viele spielen einen Ausbruch, der kommt dann übers Level, ist überm Level und dann irgendwann wird man ausgestoppt. Das passt doch nicht. Ja, das heißt, dieses, was wollt ihr eigentlich handeln? Ja, und das ist mit dem Stop zu schnell nachziehen, macht keinen Sinn. Ja, warum soll ich den Stop nachziehen, wenn der Markt gerade gesund ist? Ja, das heißt, ihr habt eine Angst, ihr versucht euch schnell abzusichern, ja, und dadurch entstehen dieses, ihr werdet Break-Even ausgestoppt und der läuft weiter. Ja, also versucht tatsächlich den Markt zu lesen, wie sind die Positionierungen und hin und her. Ein Notfallstopp, der muss sein. Ja, weil wenn es mal reißt, dann reißt es richtig. Ja, und deswegen, also da ist, sollte man vielleicht über die Schiene gehen. Ja, dass man sagt, es passt oder es passt nicht.
Ja, weil ich habe so das die Erfahrung gemacht, dass viele einfach den Stop dann aussitzen und sagen, ach, scheiß Markt und lassen sich stoppen. Na, aber Genau, dafür aber braucht man viel das ist Übung, sicherlich ein ne? Thema, das ist abendfüllend, da kann man ein besonderes Webinar machen hier, wie man Positionsmanagement betreibt, Risikomanagement, was ist da vernünftig, was nicht. Ich denke, wir sollten jetzt so langsam zum Ende kommen. Wie gesagt, es wird sicherlich noch die eine oder andere Gelegenheit geben. Ich hoffe hier in dem Format, Feedback, was ich so lese, ist ja gut. Ich habe aber keine Erfahrungswerte. Das würde mich freuen, wenn das hier weitergeht. Ja, wer den Sergej in seiner täglichen Arbeit hier im Mentoring verfolgen oder ein bisschen darauf eingehen will, da haben wir ja schon genug Werbung betrieben eben. Vielleicht noch eine Info hier zur eigenen Sache. Wer uns kennenlernen möchte, auch vor Ort kennenlernen möchte, kann das gerne machen. Wir haben Community-Treffen nächste Woche zum Abschluss eines Workshops hier bei uns im Trading Floor. Das ist nächsten Freitag. Wer da Interesse hat, gerne bei uns auf der Webseite eine E-Mail an service@traderstalk.de schicken. Und wir werden sicherlich auch mal ein Community-Treffen dann hoffentlich dann mal wenn es ein bisschen mehr Planungssicherheit gibt, auch zusammen mit FX Flat machen, um sich einfach mal kennenzulernen bei einem Bier oder bei einem Glas Wein in ruhiger Atmosphäre da auch gerne unseren Handelsfloor hier kennenlernen, vielleicht auch einen Besuch hier bei der Deutschen Börse, ein Besucherzentrum, das hier direkt um die Ecke ist, das können wir organisieren. Das darf nicht zu kurz kommen, weil, und das ist das Abschlusswort, ich weiß, das habe ich schon des Öfteren bemüht heute, es gibt nichts Besseres, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, vor Ort auszutauschen, weil das hier ein anonymes Trading ist, anonymes Geschäft ist. Da ist es wichtig und ich kann einfach nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich mache das seit 25 Jahren hier im Trading und ich habe genauso wie meine Kollegen maßgeblich davon profitiert, in einem Handelsbüro groß zu werden, als Junior-Trader neben erfahrenen Tradern, weil nur von denen kann man lernen und nur das macht einen auch nachhaltig und dauerhaft erfolgreich. So, das war's jetzt, aber auch, wir könnten hier stundenlang weitererzählen, aber nochmals, da wird es noch genug Gelegenheit geben, wenn das Interesse dann da ist, wovon ich ausgehe. Dann übergebe ich jetzt an den Nelson zum Schlusswort. Bedanke mich hier für das Mitarbeiten, hier für die Fragen. Die waren zahlreich. Danke hier für das ein oder andere Lob. Und würde mich freuen, und da spreche ich auch für den Sergej, wenn wir den einen oder anderen oder die ein oder andere dann auch demnächst mal in unseren täglichen Angeboten sehen. Da gibt es genug Möglichkeiten, da reinzuschnuppern, ob Squawkbox oder beim Sergej. Ja, dann das Wort an dich, Nelson. Ja, vielen, vielen Dank. Also ich schließe mich den Feedbacks hier an. Wirklich klasse Webinar und ich hoffe sehr, dass wir das entsprechend hier auch fortfahren können, diese extra Webinare. Denn wir haben ja auch noch ein anderes gemeinsames Webinar, was ja auch nächste Woche Dienstag wieder stattfindet. Und das ist ja, wie du auch am Anfang besprochen habt, eure Marktvorbereitung. Dementsprechend gerne auf unsere Webseite kommen und sich dafür registrieren. Ich habe auch den Link auch jetzt auch mehrmals in den Chat hier reinkopiert. Also seid ihr herzlich willkommen. Und ich bedanke mich bei Serge, bei dir, Mango, und natürlich bei allen Teilnehmern, die auch ja so lange hier auch dabei waren. Tatsächlich auch bei dem schönen Wetter draußen. Also vielen Dank für das Interesse, vielen Dank für das aktive Mitmachen hier im Chat. Und ja, morgen mal ein Feiertag. Die Börsen haben aber entsprechend auf. Von daher, wenn ja, Sie auch morgen oder am Freitag noch handeln, natürlich noch viel Erfolg. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und entsprechend werden Sie informiert, wenn wir hier neue Termine mit Traders Talk haben. Aufzeichnung wird so schnell wie möglich online kommen, denn ich glaube, da gibt es einiges nachzuarbeiten. Und von daher, einen schönen Abend, bleiben Sie gesund und Vielleicht noch bis mal zum nächsten Mal. ganz kurz nochmal der Hinweis. Bei dem nächsten Webinar im Rahmen der genau nächsten Dienstag als Squawkbox, da war bisher auch immer der Sergej angekündigt. Wir haben es bisher technisch leider nicht so hinbekommen, aber ich denke, dass wir jetzt die Probleme gelöst haben, dass alle drei von uns, also sprich ich, der Alex Meyer und auch der Sergej dann
dann dabei sind und Serge wird dann auch... Wango, stopp, stopp, stopp. Ja. Da hast du, glaube ich, was vergessen. Wir haben letzten Monat drüber geredet. Das noch nicht ankündigen. Also okay. Wenn, dann bin ich wahrscheinlich an diesen Abendswebinaren dabei. Morgens im Moment bei mir familiär ist das etwas schwierig. Ja? Okay, also, gut, dann, ich habe eine kleine Tochter und die ist noch nicht im Kindergarten, brauche ich schon wieder arbeiten. Das wird wahrscheinlich ohne Geheule nicht so ganz klappen, deswegen, also okay. Das noch nicht so ganz, ist noch nicht ganz reif, zumindest von meiner Seite. Wird aber trotzdem interessant sein. Wir haben da das eine oder andere technische Problem gehabt, das haben wir aber gelöst und da freue ich mich hier auf die Teilnehmer dann nächste Woche, Dienstag, glaube ich, ist genau das nächste Webinar, am 13. ist es ja. Dann auch von mir aus einen schönen Abend, danke fürs Zuhören und Zuschauen und Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Super, macht's gut, danke, tschüss. Ciao, ciao.